Schönen guten Tag, Almost Daily ist wieder da. Viel Spaß. Wow. Wow, oder was? Ja, ich will mal, wo ist der Knopf für die euphorische Einleitung einer Sendung? Nein, du willst repeaten. Vergessen zu Hause. Das ist ja Pause. Du musst du drauf drücken. Achso, die Pause. Musst du drauf drücken, dann macht der Buddy dasselbe nochmal. Drück mal. Piep. Herzlich willkommen zu. Oh, hab ich vergessen schon, ja? Hab ich auch jeder vergessen. So schnell geht's jetzt. Die Sendung heißt Almost Daily. Ach, shit. Zu lange nicht mitgemacht. Das ist eine neue Kollektion. Kann man hier gleich mal ein bisschen. Das ist doch voll geheim. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ja, warum hast geheim das ist geheim. Also, das gibt's, oder? Voll geheim. Ja, das meine Hose ist auch voll geheim. Ist das nicht so diese Easter Eggs? Ich hab nicht nachgefragt, ob ich es heute anziehen darf. Aber ich hab gedacht, ich ziehe es einfach an. Ja, ey, irgendwann kommt eine Kollektion raus. Demnächst. Wow. Ja. Das finde ich gut. Habt ihr alle schon gemacht, ne? Ja, und ich habe mir richtig einen goldenen Esel verdient. Ja. Einen goldenen Esel? Ja. Der steht im Keller, ja. Hab ich eingeschmolzen oder was? Ich habe die Hälfte eingeschmolzen. Wir werden in goldenen Eseln bezahlt. Oh, schön. Jeden Monat und immer unterschiedliche Größen. Wir wissen nicht, wie groß der Esel ist. Wir machen einfach, wir ackern einfach weg und am Ende des Monats kriegen wir einen goldenen Esel. Ist doch schön. Das wäre eine schöne Tradition. Stell dir mal vor, weil Gold ist ja viel besser, also im Vergleich mit anderem, ne, viel besser zu haben, behält seinen Wert. Mhm. Und wenn du dann so einen goldenen Esel hast, dann ist der in 10 Jahren noch viel mehr wert. Ja. Und die sind aber alle unterschiedlich groß, je nachdem, was man so geschafft hat. Genau, wie gut du bist. Manche kriegen nur so einen ganz kleinen Esel. Manche kriegen so einen Blattgoldesel, wo nur so drumherum Gold ist. Andere kriegen einen hohlen Esel. Ja. Oh, der ist aber groß. Und dann hebst du den hoch und denkst, hohl. Zu weich, viel zu weich. Ja, ey, ihr habt Almost Döli auf jeden Fall überlebt. Das ist schon mal schön. Ja. Warst du nicht dabei? Nein, ich war nicht dabei. Du warst nicht auf der Messe. Ich war nicht auf der Gamescom. Du bist aber. Aber du warst doch. Warst du ich war dieses Jahr gar nicht, war ich gar nicht überhaupt nicht in Köln. Ich muss nur lachen, weil ich habe auf Twitter irgendwo hat jemand gesagt, ah, ich habe Booty getroffen. Und dann war ich mir nicht mehr sicher. War das vom letzten Jahr das Treffen? Maybe it was a racist joke. Vermutlich war es letzteres. Vielleicht halt wirklich, weil ich meine, da war doch mit jemandem, ich habe es mir nicht genau anguckt. Also vielleicht ist es von letztem Jahr oder er hat einen rassistischen Witz gemacht. Ja. Wobei, das ist halt das oder Ding du warst ist, doch da. Die Grenze ist ja auch ein bisschen, weil zum Beispiel, ich habe auch ein Foto gesehen, hier, ich habe Eddie getroffen. Und dann war das halt jemand, der aussieht wie Eddie. Ist auch ja, okay, dann geht's. Und dann ist okay, aber in deinem Fall ist natürlich dieses rassistische Klischee einfach vorhanden. Also vor allen Dingen kommt es auch wieder zurück zu mir. Ich habe mit Schu neulich mal telefoniert. Kennst du Schu noch? ja, klar. Und Schu hat mich wirklich beschimpft, weil auf jeder Messe wird er immer noch ab und zu darauf angesprochen. Aber Schu sieht doch noch wirklich nicht aus wie du. Also selbst wir Wessis können das doch die unterscheiden. Aber auf jeden Fall ist das ein Running Gag. Dafür habe ich, es ist so unangenehm, aber ich erzähle es jetzt. Mir sind ja schon so viele unangenehme Geschichten passiert. Du hast vor dem Fortnite-Stand. Nee, ich war das beim Fortnite-Stand. Moment, andere Geschichte. Was war da? Nein, lass ihn nicht ablenken. Nein, aber was war das auf Twitter? Da hat doch irgendjemand jetzt geschrieben, dass jemand in eine Tüte gekackt hat und das dann vor den Stand gestellt hat oder in eine Flasche. Das ist ja ein paar Jahre her. Nee, ich meine jetzt aktuell. Irgendwas war da auch wieder. Ich weiß aber nicht, ob es auf der Gamescom war. Ist egal. Aber was mir passiert, ist super unangenehm. Ich weiß echt noch nicht, ob ich das erzählen soll. Ja, jetzt raus damit. Okay, also es war so, ich kenne neben Budi noch ein paar andere asiatischstämmige Menschen, alles sehr nette Menschen, immer sehr smarte Leute, mit denen ich gerne rede. Irgendwie habe ich mir so eine Crowd aufgebaut. Und dann treffe ich auf der Branchenparty vor 3 Jahren oder so, treffe ich Kim, den wir alle kennen, ne? den ihr vielleicht jetzt nicht so kennt, aber der halt Produktionen mit uns macht, der immer wieder mal da ist. Ich kenne den, ich rede täglich mit dem. Und ich rede mit ihm und rede mit ihm und rede mit ihm. Denk mittendrin, fuck, das kann er gar nicht sein. Und dann habe ich den Fehler gemacht, nicht mehr vage zu reden, sondern was Konkretes zu sagen, woraufhin er meinte, hä? Und dann wurde mir gesagt, fuck, das ist Sean Boo. Das ist fucking Sean Boo. Den wir natürlich immer wieder bei Kino Plus und so sehen, mit dem ich auch ab und zu rede. Nur den sehe ich nicht so häufig. Mhm. Und dann ist mir fast dasselbe bei unserer Party wieder passiert. Kim steht da und ich war nicht so sicher, aber ich war mir nicht sicher, ob ich ihn ansprechen soll. Und er meinte, weißt du schon wieder nicht, wer ich bin? Und dann meinte ich, ja, ich war mir nicht sicher, ob du jetzt Sean Boo bist wieder. Und dann meinten die anderen, der trägt immer eine Kappe. Und so weiß ich das jetzt, Sean trägt immer eine Kappe, so wie du. Aber jetzt verwechsel ich dich mit Sean. Jetzt bist du Budi. Mach nochmal auf, mach nochmal kurz auf. Setz ihn noch einmal auf. Ja. Sean Boo. Nee, er trägt sie immer nach vorne. Ah, stimmt, siehst du, ihr braucht einen Code. Meistens. Aber man kann das auch, ich will dich ein bisschen entlasten, weil es mag sein, dass das aus irgendeinem, dass es da auch eine genetische Wahrheit gibt oder so, dass es, jetzt was kommt, fängst du wieder mit Genen an. Aber nee, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, mir passiert das halt auch mit nicht-asiatischen Menschen. Also das
muss jetzt nicht daran liegen. Dass man die beiden verwechselt, ich meine, dass du den Namen nicht weißt oder so, aber dass du wirklich denkst, diese eine Person ist eine andere. Guck mal, weißt du noch, als ich Sarah angerufen habe und ihn gefragt habe, wie es war, als hier eingebrochen wurde? Ja, das ist schon, also bei dir ist es auf jeden Fall ausgeprägt. Auf jeden Fall. Und bei mir ist es übrigens... Heißen beide Valentin, ist nicht mein Fehler, aber gut. Das stimmt. Das ist doch mein Fehler, ja. Wessen weißt du, ich finde das scheiße. Wenn du online gehst, dann wird dir gesagt, dieser Nutzername ist bereits vergeben, aber wenn du... Namen zur Geburt bekommst, kannst du einfach tausendmal denselben Namen haben. Das Mindeste wäre ein Hashtag mit dem Geburtsdatum noch dazu. Simon Hashtag irgendwie 28. Februar oder sowas. Ja, oder stell mal vor, die würden zählen, alle Manfreds, und dann bist du halt Nils 3.875.000. So. Und dann würden die Leute sich ständig neue Namen ausdenken. Da musst du dir die Zahl ja dazu merken. Das ist ja noch schwieriger. Ja, aber wie geil ist das denn? Erstmal ist das super individuell, das passt total in die Zeit. Und dann wird es einen Run geben, weil dann würde man im Geburtenamt immer ständig nachfragen, okay, wie viele Manfreds gibt es schon? Und jeder will dann natürlich Manfred 3000 sein. Aber das haben wir. Und dann gibt es super viele so Manfred bis 3117, bis klar ist, okay, fuck, ich habe ihn nicht gekriegt. Und danach ebbt das Interesse rapide ab. Das ist ja wie bei Autos. Haben wir jetzt ja schon. Bei Autos ist es ja auch so, Nummernschild. Kannst du zwar Wunschkonstellation äußern, aber hier wird dann auch was vorgeschlagen. Auch diese Meme-Zahlen, ne? Auch kostet das nicht 46.096.000? Also nein, weil ich meine, irgendein Tesla-Auto kostet halt 42069. So, ich weiß noch nicht, ich nehme an $42.000 und dann noch irgendwo die 96 dazu. Diese Meme-Zahlen. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Also nicht Primzahlen, die werden irrelevant, die braucht ihr nicht mehr lernen. Was ihr lernen müsst, sind Meme-Zahlen. Es fängt an bei 69, dann kommt 420, dann kommt 666. Was kommt dann? 1000? Lead gibt's noch. Lead, ja, 1337. Ja. Und so geht's die ganze Zeit weiter. Das ist wie Primzahlen, es ist nach oben hin offen. Aber das Miese bei Elon Musk. Viele gibt's dann eigentlich nicht mehr, ich überleg gerade. Wahrscheinlich haben die gesagt, wir empfehlen euch einen Kaufpreis von 39.000, damit machen wir schon eine richtig gute Marge. Hat er gesagt, so, nee, ich will aber eine Meme-Zahl, ich will zwei. Und wahrscheinlich kaufen's noch mehr Leute. Wegen der Meme-Zahl. Weil sie denken, wow, Elon Musk hat eine Meme-Zahl gebaut, geil. So runtergesetzt, nein, ich will Vollpreis zahlen. Ich will 42.000, das Mindeste. Oder 69.000, aber nichts dazwischen. Aber Gamescom war gut, oder was? Also ich habe ein bisschen wehmütig aus Berlin nach Köln gedacht. Mhm. Ich hab immer wieder auch ein bisschen reingesneakt, aber wir hatten 70. Geburtstag von Muttern. Ja, alle. Da ging nichts drüber, ja klar. Zusammen 70? Ja. Zusammen sind wir jetzt. Das könnte, ne? Ja, das wäre schön. Nee, nee. Aber ich habe ein bisschen rübergeguckt, aber Messe wie immer, oder was? Ja, also da gibt's eigentlich wirklich nicht viel zu erzählen, oder? Also wirklich wie immer. Also, ja. Sei denn, du hast noch was, aber mir ist nichts Lustiges passiert. Es war wirklich wie immer. Ich war viel auf unserer Wiese. Ach gut. Auf die, wo wir immer gedreht haben, und da war keiner. Das war das Schönste. Konnte ich ganz alleine drehen. Und war dann auf dieser Wiese und niemand war da in der Sonne. Aber schön. Was hast du da gedreht? Alles klar. Ein Film habe ich geschoben. Geschoben, ja. Ja, das war unsere Game One, die kennt niemand mehr. Das sind so Plätze, das fragt man sich ja eh so, man geht durchs Leben. Und was ist da schon alles passiert? Spezifisch diesen Ort. An diesem Ort, ja. Na, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall viele Menschen, die da verzweifelt versucht haben, Spiele zusammenzufassen, und jemand meint dann noch kürzer. Oh ja, noch kürzer. Oh ja. Nee, aber Gamescom, ich fand also tatsächlich, wie du schon sagtest, Gamescom ist so, wie Simon Menschen anspricht, man weiß nicht, auf welcher man sich befindet. Auch weil nicht mehr in welchem Jahr. Weil es ist alles gleich. Ich könnte durch eine Zeitmaschine, durch ein Zeittor gehen und könnte dir nicht sagen, in welchem Jahr bin ich gerade, weil natürlich wirklich die Räumlichkeiten sind gleich, die akustische Beschallung ist gleich, die Menschenmassen sind gleich. Das sind so kleine Dinge, wo man es merkt. Zum Beispiel hatten wir im Pressebereich über Jahre immer so eine ganz, ganz freundliche Mitarbeiterin, die uns auch dann immer erkannt hat und uns dann immer durchgewunken hat, oder wenn mal irgendwer vergessen hatte, sich zu akkreditieren oder so. Das war immer super unkompliziert. Weißt du dann noch genau, wie du meinst, ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Namen tatsächlich. So eine nette. Sean. Das ist nicht schlecht, du hast doch gut gewartet. So. Ja, ja. Und jetzt war halt jemand anderes da und es war halt super pain in the ass, weil du dann, es gibt so Creator-Tickets, dann gibt es Pressetickets, dann gibt es Aussteller-Tickets, dann gibt es Besucher-Tickets, und je nachdem, was du hast, darfst du halt da rein und dann nicht. Und dann, ich hatte jetzt dann Creator-Ticket und dann durfte ich halt nicht ins Pressezentrum, dann musste ich mir noch ein Presseticket besorgen, um ins Pressezentrum zu kommen. Ja. Und dann gibt es aber wieder irgendwelche Creator-Lounges, da darfst du dann nicht mit Pressetickets rein und so. First World Problems, aber daran würde ich, weil ja die Frage war, woran unterscheiden die sich, die hat gefehlt, die Dame. Ja, letztes Jahr, also meine erste Erinnerung an die Gamescom von letztem Jahr ist, wie ich ganz schlecht mit Inlineskates
aus dem Fahrstuhl gekommen bin, weil ich mit der Kamera durchfahren wollte. Oh. Und die Tür geht auf und direkt vor mir stehen, also kommen wirklich gerade so ins Bild, kommen so zwei Security-Leute, gucken mich an, gucken mir auf die Schuhe, nein. Und dann ich so, ja, okay, Tür geht zu. Das war's, ey, das war echt scheiße, das ist scheiß Timing, weil ich habe gedacht, wenn ich erstmal in Fahrt komme, dann kann ich den noch wegfahren. Das war mein Plan. Ja, genau, du wärst genau, dann schnell Halle 8 oder so, einmal so durch, irgendwo untermischen. Ich verstehe auch, Assassin's Creed. Ich verstehe auch, dass sie mich dann nicht fahren lassen wollen würden. Das wäre zu gefährlich für alle anderen. Umso lustiger, weil ich bin, ich weiß noch, eine Gamescom, das war, als wir das Hoverboard dabei hatten. Mhm. Ich weiß nur nicht mehr, welche Gamescom, es war vor 4 Jahren oder so, 3. Niemand weiß es. Ja, und also ich habe das Ding von Anfang an, als wir schon aufgebaut haben, bin ich in den leeren Hallen rumgefahren. Das macht Spaß. Das war fantastisch. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und als die Messe dann voller wurde, habe ich einfach gedacht, ich probier's mal so lange, wie es geht. Und ich konnte am Ende mit diesem Hoverboard komplett auf der ganzen Messe durch alle Sachen fahren. Die Leute haben Platz gemacht. Die haben teilweise nicht mal gemerkt, dass ich auf so einem Ding stehe, weil du drückst dich ja so ganz langsam an allem vorbei. Und da hat nie jemand was gesagt. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wann wird's mir abgenommen? Und tatsächlich, die ganze Gamescom auf diesem Ding. Verdammt, das wär's gewesen. Ich finde, das war echt geil. Das war mein Hoverboard-Phase. Ja, ja, ich erinnere mich, wir haben nochmal gedreht für Wiggly Wahnsinn damals in irgendeiner Konzertlocation. Stimmt. Und da haben wir so einen Parcours gebaut, wo wir damit fahren mussten. Und ich weiß nicht, ob du das da, vermutlich hast du da geklaut, aber man packt Menschen ja in Schubladen, fange ich mal so an. Ne? Und du steckst halt selbstverständlich in einer gewissen Schublade. Da sind nicht so viele andere Leute mit drin. Ich musste für dich extra eine neue Schublade bauen. Ich weiß genau, was du sagen willst jetzt. Aber sag's erstmal. Aber wenn mich jetzt jemand wie so ein Charakterblatt. Ich wusste, dass du das sagst. Mach mal ein Charakterblatt jetzt von dem Simon in dieser Schublade. Und da würde ich bei Körperbeherrschung und all die Sachen, da würde ich, nee, null, null, null. Und deswegen bin ich jedes Mal, wenn ich dich auf so einem Ding sehe, mit welcher fröhlichen Selbstverständnis du da durch die Hallen fährst, ohne auf die Fresse zu fliegen, denke ich jedes Mal, fuck. Aber noch nicht mal durch die Hallen. Also eine Zeit lang bist du ja auch wirklich immer von hier einfach über das Heiligen Geistfeld durchs Schulterblatt. Also, ja, das war, also sollte keiner nachmachen so, aber ich bin teilweise auf dem Ding einfach überall hingefahren. Aber wenn man es halt nicht kann und dann so abrutscht, dann rollt das Ding halt nach vorne. Und dann kannst du ja theoretisch auch auf die Straße und so. Und dann müsste man zahlen. Also ich hab irgendwann gemerkt, okay, ich kann es zwar, aber es sollte auch nicht jeder mit so einem Ding rumfahren, weil es wirklich gefährlich ist. Aber ich war da echt süchtig. Ich war 2 Jahre wirklich, ich bin teilweise oben, ich bin nicht mehr gelaufen. Ich bin nur noch, ich wollte nur noch wissen, wie weit kann ich mich, ihr kennt ja die Räume in der 15, ne? Ja, das sind so Huppel und so, überall drüber, kommst du überall drüber? Ich wollte wissen, wie weit kann ich mich bewegen, bis ich irgendwie nicht mehr kann. Und es geht ja überraschend gut, also wirklich. Aber das ist auch wieder so ein Simon-Denk, dass du dich, da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, du hast irgendwas und das ist halt so erstaunlich, weil es eigentlich rausfällt aus allen Dingen, mit denen du dich normalerweise so lieb Kind machst, dass du irgendwas hast und du reizt, also zu 1000% gehst du da rein. Und selbst bei so einer Sache hast du noch irgendeinen Weg gefunden, das auf eine Art und Weise auszureizen, wo jemand anderes schon sagt, ich habe die Decke erreicht. Das ist krass. Ja. Ich bleib dabei. Wir sollten mal, ich will das ja auch schon lange, mal so eine Hoverboard-Competition, nee, nicht Competition, aber so ein Parcours, so wirklich was, einen großen Parcours, einen großen Event, nur mit diesen Dingern. Und dann müssen Leute halt unterschiedliche Klassen quasi, also Skill-Klassen, müssen da so dann die Parcours abfahren. Ich meine, es macht echt Spaß. Also selbst wenn man es nicht kann, du lernst es so schnell. Ich brauchst nur einen Helm. Also Ede wäre nicht dabei, aber ansonsten. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich von meiner Schwester, sie hat Gebrauchte gekauft, guter Preis. Und damit sind wir jetzt rumgefahren. Einzelne? Also so für einzelne Füße? Nee, oder schon die, genau die richtigen Hoverboards. Also irgendwie Blue Wheel heißen die. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Anbieter gibt. Aber die waren halt günstig und waren nicht so sicher, ob die noch gut sind oder nicht. Und stellt sich halt heraus, eins davon hat irgendwelche Macken halt. Und wenn du aber eine Macke hast, dann ist es halt total scheiße. Weil du hast manchmal das Gefühl, die linke Seite zieht halt nicht an. Da fliegst du voll auf die Fresse, wenn eins von den Dingern auch nur halb. Das ist halt so das Ding natürlich, also also ich lasse jetzt erstmal die Kinder fahren und die müssen erstmal checken. Also wenn die sich wirklich ernsthaft verletzen, dann kommen sie halt weg. Nein. Nein, aber du musst. Alles gut, es war ein Gag. Nee, nur das Schlimmste ist eigentlich nur, dass das Ding nach vorne weghaut und du nach hinten fällst. Und dann kannst du halt auf den Kopf fallen und das ist wirklich gefährlich. Und da würde ich dann auch den Kindern immer einen Helm geben. Ja, weil das ist auch die typischer Anfängerfehler, das ist, glaube ich, das Ding. Weil das ist die einfachste Sache, die am Anfang passiert und ist gleichzeitig die gefährlichste. Und die meisten Leute probieren es einmal, fallen nicht hin, aber merken, nee, und wollen dann nie wieder was damit zu tun haben. Aber sobald du es halt eine Weile gemacht hast, passiert das einfach nicht mehr, weil du abhüpfst. Du springst einfach ab. Ja. Nee, also wenn du merkst, es geht nicht mehr oder so. Naja, ich wollte jetzt nicht das Gespräch so an mich reißen. Ich will nur noch eine Sache sagen. Ich habe auch für euch Geschenke dabei. What? Ernsthaft? Ja, deswegen umso, ja.
umso schade, dass der Ede nicht da ist, weil ja, ich habe ein Geschenk für ihn auch. Das also personalisiert oder sind das Geschenke, die man theoretisch auch zusätzlich noch von... Also ich sag mal so, die eine Sache, die ist auf jeden Fall personalisiert und die hat richtig lange gedauert, Alter. Die hat richtig lange gedauert. Ich habe immer und immer und immer wieder nachts diese Scheiße durchlaufen lassen auf meinem Drucker für... drei oder vier Tage. Goldener Esel? Nur um diesen blöden Dosenhalter. Alter, du hast wirklich mitgebracht oder was, ey? Nein, Simon, nein! Den übrigens jemand mir gebaut hat. Also diese Form hat er angepasst und dann das Ding vergrößert. Und das Geilste, ich hab's gedruckt. Und das Erste, was ich gemacht habe, zu gucken, ne, wie viel es aushält, ob du es dir auch an den Lenker machen kannst. Oh. Ach ja, genau, siehst du so. Ist gebrochen, da, ich habe direkt im ersten Moment, ich habe einmal kurz gemacht, knack, war es schon abgebrochen. Ja, ja. Deswegen gebe ich dir auch direkt hier Sekundenkleber mit. Aber ist das geil, für ey. So für das diese Chicken McNuggets? So das ist wie die Chicken McNuggets auf deinem E-Bike. Ach, und hier kommt der. Geil. Oh, sorry mit dem Mikro. Haben die auch für die Größe, dass die. Ich habe keine, also die Größe diese so, für die so, diese, Soße Dip, müsste, ne? müsste passen. Ja, geil. Aber das kommt von Zuschauern? Ich weiß es nicht genau. Es ist ja super, dankeschön, das ist ja, ja mega bitte, geil. Aber du musst das wirklich mal ankleben, du musst einmal ein Foto machen. Ja, ja, jetzt habe ich ja gar keine Wahl. Ich habe das, seitdem ich das hier erzählt habe, nie wieder gemacht, weil ich mich dann doch gedacht habe, so, vielleicht ist das nicht geil, aber jetzt musst du es machen. Ja, andererseits habe ich, wenn du jetzt dann einen Unfall baust, dann bin ich da irgendwie schuld dran. Nein. Du kannst ihn doch an deinen Arm oder so hängen, während du dann die Soße gibst. Das ist auch... Nein. Ohne Fahrrad. Aber dann jedes Mal so... Das ist der Klassiker mit der Uhr, ne? Wie spät ist es? Ah, Soße. Ja, geil. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ich war ja in London und da gab es wundervolle Bilder von einem Künstler, den ich sehr feiere. Jetzt muss ich nur gucken, weil es schon so lange her ist, wer von euch was kriegt. Mhm. Wann warst du denn in London? Wie lange ist das her? Ich war zu Book of Mormon vor ein paar Wochen in London. Okay, das ist sehr gut. Also, ich gebe dir erstmal deine, Nils, und zwar so, dass du die gleich dir anguckst und man sieht deine Reaktion und so, weil ich glaube, das ist deins. Es ist das Unspektakulärste, aber es passt. Oh! Ja, das finde ich sehr schön. Mein Spirit Animal. Ist you. Ja. Und das ist die perfekte Karte, finde ich, für Budi. Ich bin sehr gespannt, ob die dir gefällt. Ja, okay, doch, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Dachte ich mir schon. It's okay to burn things that you don't like. Das mag ich, ja. Und das Beste ist wirklich, da wusste ich direkt... Ich weiß noch nicht, welches von den beiden, aber eigentlich ist das für Ede. Wir können abstimmen. Das kann man, soll ich es euch einfach zeigen? Aber so. Und zwar kriegt Ede von mir das. Ein Glas Pisse. You probably deserve better. Okay, das passt. Die Antwort ist nein, natürlich. ich werde es ihm dann später mal schenken. Und das habe ich mir für mich geholt. Das finde ich besonders schön. Oh ja. Look at this. Ja, okay, das passt auch, ey. Ich kann den euch nur sehr empfehlen. Der macht wahnsinnig tolle Sachen hier. David Shrigley. David Shrugley. Shrugley, ja. Der macht eigentlich so größere Shrugley. Sachen, aber es sind immer solche ganz infantilen Kinderzeichnungen. Ich habe mich da so durchgeblättert und bei jedem zweiten musste ich wirklich lachen. Ich könnte mich da tot kaufen. Aber ich dachte lieber, ich bringe euch das mit. Ja, das finde ich süß von dir. So soll man es ja machen, ne? Ja, wenn man so soll man es ja machen. Mhm. Ich habe euch nichts aus Frankreich mitgebracht. Bei diesem Ding, man sollte das niemandem schenken, der einen Burnout hat, gerade dein Ding. Aber man kann ja einen Burnout auch burnen. Nee. Ja, vielleicht. News auf jeden Fall. Also wir haben uns ja, also almost daily-like, gar nicht wirklich jetzt lange nicht gesehen, bei Pause und allem Hack-Mack etc. Ich war in Frankreich Sommerurlaub, da habe ich euch nichts mitgebracht. Oh. Gar nichts. Ja, aber gute Laune wahrscheinlich. Und ein gute Laune. Nee, ach, das war, ich habe einen neuen Minusrekord, was Bildschirmzeit angeht. Da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf. So, das war eine Stunde, nee, noch nicht mal. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Eine Stunde, das ist ja. Also, es war nur Google Maps, weil wir nur rumgefahren sind. Also das war echt geil. Also ich war wirklich so voll zelten einfach nur. Das war richtig geil. Therapie ist bei mir jetzt offiziell abgeschlossen. Das ist auf jeden Fall Big News aus meinem Leben. Das ist echt krass, so nach 3 Jahren. 3-mal die Woche. Das ist auf jeden Fall krass. Und vermisst du schon? Nee. Was ist denn jetzt, ja, wenn du jetzt irgendwelche Gedanken hast, denkst du dann, shit, die kann ich jetzt mit niemandem besprechen. Ja, das ist ja Ziel dieser ganzen Geschichte gewesen, dass diese Gedanken sind ja da, aber dann ich kann jetzt damit selber umgehen, so, sozusagen. Die, ja, das lernen ist, dir einfach selbst zu helfen. So, Hilfe tatsächlich, ja. Also, schlussendlich ist es das. Hat halt bei mir entsprechend lang gedauert, so halt. Ne? Und schlussendlich, wenn es, jetzt habe ich das einmal, diesen ganzen Prozess einmal durchgemacht und ich habe die Gewissheit, wenn es wieder irgendwie schlimmer wird, dann kann ich auch diesen ganzen Prozess wieder neu starten. Aber nö, das ist vor den Sommerferien sozusagen, war das so, okay, jetzt ziehen wir das durch und dann war gut. Also
geil. Also das ist so. Und deswegen, ich hab so voll, ich habe recht wenig konsumiert. Mal wieder. Also weder großartig geile Filme gesehen. Ich habe Oppenheimer nicht gesehen, obwohl ich ihn unbedingt sehen will. Mhm. Ach, unbedingt. Sehr lang, aber schon echt gut. Habt ihr beide schon gesehen oder was? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich weiß, dass am Ende die Bombe fertig wird. Meinst du? Spoiler war das jetzt. Cheered. Ich hab. Oh, Alter. Ah. Oh, jetzt fliegen mir die Funken überall rum. Au. Nee, ich hab auch Barbie Auge. Ins Auge. Ich habe auch von häufig gelesen, Barbie soll auch gut sein. Also das Ding ist auch richtig gut. Dass, es gibt ja so Hypes manchmal so, ne? Oder auch so Sachen, wo man denkt, okay, ich feiere das jetzt, weil ich feiere die Message dahinter und nicht den Film oder sowas. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass der wirklich gut sein soll. Der Barbie-Film. Ja. Ja. Also auf einmal auch, aber. Sind nicht sogar beide für einen Oscar irgendwie so in Gesprächen? Vielleicht bilde ich mir so ein, aber ich habe von Barbie auch nur so viel Gutes gehört. Ich habe auf jeden Fall von diesem Frau fand die noch fantastisch. Also Social Media habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass es irgendwie diesen Hashtag Barbenheimer oder Barbenheimer. Ja, Barbenheimer. Ja. Also von wegen morgens in den einen Film, abends in den anderen. Ja, eine völlig organische, garantiert nicht gesteuerte Meme-Werbekampagne. Mhm. Ey, weiß nicht. Die Leute hatten einfach Bock drauf. Ja. Aber ich finde es schon erstaunlich auch, dass diese Filme so marketingtechnisch, wie brillant das eigentlich ist, weil eigentlich, also das ist jetzt ja auch. Oppenheimer würde sagen, ja, okay, das ist irgendwie ein 0815, irgendwie so ein guter Film, aber jetzt vermutlich kein Film, der jetzt die Leute eigentlich en masse in die Kinos reißen würde. Und Barbie hätte vielleicht auch eher so eine spitzere Zielgruppe gehabt. Es gibt ja auch Leute, die haben dem einen Flop Hätte beides auch floppen prognostiziert. Können, ja, vom Thema her. Und dann haben die das irgendwie, weil auch zu der Zeit nichts anderes irgendwie im Kino war, da hat ja eigentlich keine Konkurrenz, die hatten ja nur sich selbst, haben die es auch noch geschafft, sich zusammenzutun und so, also es war, also aus also Marketing-Sicht ist es brillant. Ne, haben sie zusammen gut was hingekriegt. Kamen auch gute Bilder, diese Mischbilder immer, wenn die zusammengebaut wurden. Ja. Ich finde das auch nicht schlecht, aber teilweise hat mich das, es ging ja über Tage und fast Wochen, ne, weil die ja auch in den USA dann früher starten und dann ein bisschen rüberkommen. Ich hatte das Gefühl, okay, jetzt nervt ihr mich. Jetzt sorgt es dafür, dass ich eher den nicht mehr gucken will. So. Mhm. Oh nein. Ja, weil es einfach irgendwann so, machst Twitter auf, Reddit, hast ständig die Barbenheimer-Jokes, denkst, okay, ich hab den Gag jetzt kapiert, so gut ist es auch nicht. Aber die Filme sind, wie gesagt, toll. Naja. Ja, hast du beide auch gesehen, ne? Oder? Nee, also Barbie habe ich sehr viel schon erzählt bekommen, aber ich gucke dann immer so Review-Sachen dazu, wenn mich der Film nicht so mega interessiert. Und die sind ja alle positiv. Ich will den auf jeden Fall auch noch gucken. Ja. Aber ich muss dafür nicht ins Kino. Ja, also. Ja, oder? Ich finde es auch für mich, wenn ich ins Kino gehe, will ich halt auch ein audiovisuelles Erlebnis haben. Sowas wie Avatar zum Beispiel, wo man sagt, ja, okay, der ist jetzt von der Story her okay, so, aber, also, ne, tausendmal gesehen, aber visuell ist das Ding halt, macht es einfach Bock, dafür ins Kino zu gehen. Es gibt halt Filme, die sind wirklich deutlich weniger gut, wenn du sie nicht im Kino guckst. Mhm. Also so manche, ne? Und das sind die Filme, die ich dann da gucken will. Und wenn ich die dann da verpasse, dann gucke ich die auch nicht mehr. Also das ist mein Problem. Ich will Oppenheimer, solange er noch läuft, auch wirklich auf bestenfalls irgendwie in der Leinwand sehen, die halt auch dafür optimiert ist halt. Aber davon, ne? Also das ist dann wieder ein anderer Aufwand. Aber er wird sicher auch noch eine Weile, also ich könnte mir vorstellen, dass er eine Weile läuft. Ja, hoffe ich. Also mega. Hoffe ich wirklich, weil, ne, also was da auch so wurde ja wenig FX gemacht, das alleine, gut, das ist dann wieder so mein Ding, ich habe total Lust, genau hinzugucken und genau zu checken, wie haben sie die Bilder gemacht und wie haben sie die Effekte gebastelt und so, und das ist schon sehr interessant. Ist krass, wenn du siehst, wie sie die Atombombe mit Practical Effects quasi gefaked haben, so, das ist schon irgendwie da hab ich cool, wenn man sowas macht, weil es wäre so einfach, eine Atombombe, wahrscheinlich hat jeder, weiß ich, 15-Jährige so einen Button auf seinem Editor, wo du so eine Atombombe zünden kannst, so wie der Krogi, so wie die Regie. Wo ist der Button? Wo ist der Button? Ja. Ach doch, da habe ich Bock drauf. Und du warst auf Konzert, kann das sein? Oder was? Ach so, bei Peter Fox war ich, genau. Alter, ey, Peter Fox. Bumhoff, ey. Und bist du ein richtig cooler Dude. Outgoing, bist du, ne? Ja, Mann, ich bin einfach ein Lebemann. Ja, absolut. Nee, ich bin dahin und ich stand natürlich auch in letzter Reihe, weil ich auch recht spät gekommen bin. Und eigentlich nichts gesehen. Ich habe ihn eigentlich nur so über die Leinwand gesehen, weil da war so viele Leute da waren. Und ansonsten, der ist ja eigentlich schon ein guter Typ. Ich habe das gar nicht so richtig gecheckt. Der hat ja, glaube ich, zwei Alben nur. Der hat ja also das alte Album und damals und jetzt neues und dazwischen nix. Und deswegen ist schon, sind da, glaube ich, auch viele Leute, die den noch so von früher, so dieses das Lebensgefühl aus der Zeit und so auch gefeiert haben. Und was auch sehr interessant war, ich musste dann irgendwann mal ganz zum Ende auf Klo. Also ich musste die ganze Zeit, habe ich nicht auf Klo. Und dann einmal musste ich am Ende, wo alle raus sind, habe ich, okay, jetzt gehe ich auch nochmal, wer weiß, bis ich hier weg bin. Und dann gab es so eine Reihe mit Dixie-Klos.
Und links daneben waren noch so ein paar von diesen Pissoirs aus Plastik. Da können Männer sich reinstellen und im Stehen haben die dann, das ist, stellst dir vor, wie so, na, wie so eine Art Schraube, wo es dann halt so vier Nischen gibt. Ne, kreisrund, vier Nischen und da können die Männer hin und da reinpinkeln. Und dann dachte ich, ja cool, ich muss ja nur jetzt irgendwie pinkeln. Dann nehme ich natürlich jetzt diese Institution wahr, muss mich da nicht aufs Dixi-Klo rauf. Und es war staubtrocken. Ich hatte auch helle Schuhe an. Und dann komme ich da rauf und es war stockdunkel, da war es nicht beleuchtet. Und ich gehe da rein und merke so, okay, der komplette Boden ist total matschig. Oh. Und ich stehe an diesem Ding und dann war ich eh schon im Matsch und dachte ich, fuck, jetzt ziehst du das durch. Aber es war so total ekelhaft, so wie in so einem Schweinestall. Und ich habe es im ersten Moment nicht gecheckt. Weil alles war staubtrocken, nur da war es nass. Und ich dachte so, hä? Und als ich dann da stehe, ist es mir gedämmert. Okay, pass mal auf. Hier haben gerade zehntausende Leute über zwei Stunden reingepisst. Die muss ja irgendwo hin, die Pisse. Das heißt, die Pisse hat diesen Boden so aufgeweicht und so matschig gemacht, dass das halt wirklich einfach Matsch war. Und ich bin da mit so hellen Schuhen rein. Und während ich da stehe und pinkel, denke ich, fuck, ich stehe gerade im Pinkelmatsch. Ja. Und das war ein bisschen eklig. Das habe ich nicht zu Ende gedacht, bevor ich es ausgeführt habe. Aber es gibt auch keine, ich habe noch nie eine Lösung auf irgendeinem Konzert oder irgendwas gesehen für dieses Fäkalienproblem, so. Ja. Selbst diese Dixie-Klo-Dinger, da stehst du da ewig rum und dann sind die mega versifft. Du willst nichts anfassen, du weißt genau, du sitzt auf der Scheiße von 100 anderen Leuten. Also, sorry, ich weiß nicht, ich bin nicht zufrieden, wie das bisher ist. Nee. Wir sollten weiter sein. Aber wir sind vielleicht auch nicht die Personen, die auf Festivals gehen. Machen die Japaner das? Ja, weniger. Wie? Die also haben keine Festivals. Wenn jemand eine Lösung hat für sowas, dann die Japaner. Ja, die gehen einfach nicht auf Festivals, die haben einfach Festivals abgeschafft. Ernsthaft? Das ist ja Platz. Sehr traurig. Es gibt keine japanischen Musikstars. Ich selber habe es nicht mitbekommen. Ich war einmal auf einem Festival, ein kleineres, und die hatten dann aber, und das fand ich wiederum dann eher ein bisschen eklig, aber ich fand es dann eigentlich auch sehr lustig, die haben einen geheimen Zugang durch einen Dixi-Klo, so wie Narnia, gebaut. Ja. Also es gab ein Dixi-Klo und das, okay. das wurde... Fusion, ne? War das Fusion? Ach, dann war das die Fusion. Dann war ich nicht, dann habe ich die Story gehört. Ich habe das verwechselt mit einem anderen. Ich habe gedacht, das wäre auf einem anderen. Aber dann war das die Fusion. Du hast recht. Und da gab es in dem einen Dixi-Klo, gab es aber auch nur zu bestimmten Zeiten, wurde dann dieser Zugang, dann konntest du wirklich hinten rausgehen und dann gab es hinten so eine Hidden Floor und da konnte man dann irgendwie Party machen und dann... Lustig. Das finde ich wiederum schon wieder lustig, das finde ich wieder gut. Mhm. Ich war auf einer Hochzeit, ich sage jetzt extra nicht welche Leute und so, aber von kennt jetzt eh keiner da draußen, aber ihr kennt die Person. Und ich war auf der Hochzeit und es war auf so einem Schloss, es waren so ganz viele Künstler und alles, ne? Das war irgendwie so ganz komisch. Crowd, also auch keine Crowd, wo ich jetzt normalerweise auch, werde ich auch nicht eingeladen in sowas, aber es war so intellektuelle Kultur, sag ich mal, Berlin, und da war ja auch aus vielen anderen Städten und Ländern, da waren halt so Regisseure, Autoren, alles mögliche da. Und die sind da also Freigeister offensichtlich, und es waren so 200 Leute ungefähr, und dieses Schloss war riesig und alles war mega geil, Swimmingpool, Whirlpool, alles hatten die da, Sauna, wo lustigerweise alle Finnen die ganze Zeit waren, die haben da gelebt, also das ist kein Klischee, die lieben wirklich Sauna. Wie viele Finnen waren denn auf dieser Hochzeit? Mehrere, also stellt sich raus, doch mehrere, es war, also mit einem habe ich lange geredet. Finn Kliman oder was? Finn Kliman war der zweite, genau, dann Finn, war ich jetzt noch was mit Finn, warte. Findest du nix? Ja, das war der finale Gag. Mhm. Zurück zu der Geschichte. Und dann am Abend kamen wir an, meine Frau war dann schon irgendwie im Bett. Ich habe noch mit den Leuten so ein bisschen den ersten Abend gefeiert. Und dann hat mir dieser Finne tatsächlich alles Mögliche so erklärt, wo was ist. Und er meinte, da oben ist der Rudelbumsraum. Ich so, was? Ja, das ist der Rudelbumsraum. Da ficken die dann alle. Und dann war das so, ich war nicht da. Ich sag nur, es gab diesen Raum, zumindest hat er ihn so genannt. Und dann habe ich später noch, als wir weggefahren sind, mit dem Taxifahrer geredet, und der meinte, ja, hier ist hier irgendwie, hier sind mal Orgien. Und er hat auch, Rammstein hat hier auch ein Musikvideo gedreht und die haben dann auch Party gemacht. Und er meinte, ja, also das hat jetzt nichts mit unserer Party zu tun, möchte ich hinzufügen. Ne? Das war nur eine Hochzeit, wo es scheinbar so einen Raum gab, den vielleicht Leute benutzt haben, ich weiß es nicht. Aber er meinte, der Taxifahrer meinte, ja, die rufen da noch nachts immer Frauen an, die wollen ganz schnell von da weg. Alter, was hier wohl sonst so stattfindet in dem Schloss, so, Alter. Ich dachte nur, interessant, aber da würde ich jetzt nicht mit der UV-Lampe durchlaufen. Aber es ist auf jeden Fall, war eine schöne Geschichte. War eine schöne Hochzeit. Ich empfehle es sehr. Irgendwo im Osten. Und übrigens auch ein Klischee noch. Es war so in Richtung Ecke Leipzig bei Halle. Und dann fahren wir Taxi und es hat ohne Scheiß keine 5 Minuten gedauert
Und schon hatte der Taxifahrer Alternative als Dog Whistle gedroppt, weil er sich über irgendwas aufgeregt hat. Ja, gibt's ja auch noch Alternativen zu. Und alle so im Auto, so instinktiv so. Und ich meine so, nee, wir sind aus Mitteldeutschland. Wir sind hier anders drauf, ne? So nach dem Motto. Und das hat mich schon wieder so, das hat mich ein bisschen deprimiert. Dass die wirklich so sind wie die scheiß Klischees, so. Weiß man nicht. Du quatschst doch nicht einfach drei Leute an mit dem AfD-Thema, weil die Chance relativ gering ist normalerweise, dass da alle vier jetzt irgendwie Bock drauf haben. Aber er dachte, er probiert's mal. Ja, diese Freizügigkeit, mit der man dann auch diese zweifelhafte Gesinnung dann nach draußen trägt, so, ne? Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Aber woanders hat man so ein bisschen wahrscheinlich noch Scham oder die Leute tasten vor, ob sie sowas sagen dürfen, aber da einfach direkt gedroppt. Ja, aber vielleicht, wenn der Taxifahrer irgendwann ins Erwachsenenalter kommt, dann ist er auch weiter. Aber der hat Metagag? Nee, na gut, lass mich. Ich versuche gerade, also der war minderjährig. Nein, ach, Aiwanger. Egal. Ach, egal. Ach, yeah, okay. Egal. Eine Karriere in der bayerischen Politik hast du auf jeden Fall immer. Egal. Wie habt ihr das denn mitgekriegt? Hat euch das interessiert, diese Aiwanger-Nummer? Diese Sexpartys oder was? Nein. Also. Wieso solltest du es mit? Ja. Habe ich das live zu dir gestreamt? Hab ich? Ich habe es ein bisschen mitbekommen. Und ich finde, wenn du. Und wir waren alle mal jung, wir waren alle nicht so dumm, aber sprich du mal einige und deswegen würde ich jetzt niemanden dafür verurteilen wollen, was er vielleicht mit 15, 16, 17 irgendwie für eine Gesinnung hatte, dass da kann ein Mensch auch rauswachsen und reflektieren und sagen, okay, ey, da lag ich komplett daneben und dann sollte man dem das meiner Meinung nach nicht sein restliches Leben irgendwie dann nachtragen und ihm alle Türen zuschlagen. Aber nach allem, was ich gesehen habe, normalerweise würdest du doch erwarten, dass sich jemand hinstellt und sagt, so, ey Leute, ich habe damals eine andere Gedankenwelt gehabt, ich habe Informationen aus falscher Hand bekommen, habe das einfach komplett alles falsch interpretiert, ich war mega dumm, whatever. Und irgendwann habe ich gecheckt und deswegen ist es mir umso wichtiger, präventiv voranzuschreiten und zu sagen, ey, wenn es Leute da draußen gibt, ich war auch mal da und es gibt eine Möglichkeit, da rauszukommen oder whatever, irgendwie ein bisschen demütig zu sein und zu versuchen, so die Leute das nicht klein zu reden, sondern wirklich, wenn er wirklich sagt, ich bin davon ab, dann einfach mal wirklich dann auch zu sagen, ey, das war dumm und das ist mein Weg und alles klar. Aber das wirkte alles so, ja, eigentlich bin ich nicht davon ab, aber ich sag das jetzt, sonst muss ich ja, ich bin ja Politiker und so, aber so, also es war keine authentisch es war keine vorgebrachte so Distanzierung, nee. Distanzierung irgendwie so, das hat mich so ein bisschen so, hä? Offensichtlich, glaubst du es immer noch oder was? Was ist los? Das fand ich ein bisschen unwürdig. Ja, ich find's, es ist schlimm, dass man für Sachen, die 30 Jahre zurück sind, immer noch belangt werden kann, aber wenn du Politiker bist, so, da ist sowas und so ein Flugblätter, das ist ja schon immer was anderes, als irgendwas mal auf einer Party zu sagen, sondern es ist ja schon organisierter Hass, wenn du so willst. Das ist schon ein bisschen was anderes, ja. Finde ich komisch. Ja. Und dann auch erst war es mein Bruder und so, also dieses, hey, ist das so? Ja, aber wer hat einen guten Bruder? Ernsthaft. Die Familienverhältnisse bei denen sind cool, der eine springt für den anderen in die Bresche. Also das erwartet man ja eigentlich so. Ja, wer weiß, welche Druckmittel da familienintern. Aber ich meine nur, dass du machst das schön, du machst das. Das eine ist halt zu sagen, okay, das ist so lange her und ein Mensch hat das Recht, sich weiterzuentwickeln und sich auch von Fehlern zu entfernen in seiner Entwicklung. Aber die ganze Aufarbeitung war doch Bullshit. Ja. War ein bisschen unwürdig alles. Ja, also erstmal komplette Ablehnung, dann selber das zu instrumentalisieren, als ne, Feuer mit Feuer bekämpfen und dann, also das ist alles Quatsch gewesen. Also ich fand, du hast es sehr schön als Vorschlag gemacht, vielleicht solltest du Gag und Redenschreiber werden. Ja, absolut. Du hättest auf jeden Fall deine Rede schreiben sollen. Ehemalige Nazi-Politiker. Du wirst was? Kommunal? Spezialisiert auf ehemalige Nazi-Politiker. So, ehemalige. Ja. Naja, wer weiß, wie viele da ist vielleicht also, ich habe das gelesen, auch ich habe meinen Kopf geschüttelt und dann auch in anderen Podcasts irgendwie anderen zugehört, wie sie darüber geredet haben und mir dann auch wieder vorgenommen, eigentlich dieses Thema nicht wieder zu besprechen, weil, ey, also meine Fresse, also das ist hart. Aber was anderes ist, geht in die gleiche Richtung, aber es leichter zu besprechen, das ist Olaf Scholz Augenklappe. Und der Postillon hatte ein Foto gepostet und ich habe das gesehen und gedacht, ich habe mitbekommen, dass er wohl einen Joggingunfall hatte, Olaf Scholz.
dann habe ich ein Bild von Postillon gesehen und habe wirklich gedacht so, boah, ist ein bisschen hart, ey. Da waren sie die Wunden aber richtig gut hingekriegt. Bis sie herausgestellt hat, die haben gar nichts gemacht, das war ein reales Bild. Und jetzt haben sie aber, das habe ich schon wieder gefeiert wie nichts, haben sie ein Foto von Aiwanger gepostet. Auch Aiwanger beim Joggen verletzt, der muss jetzt einen Oberlippen. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Oh Gott, ist das lustig, ey. Ich hab das gesehen und wirklich laut gelacht, weil es war einfach so gut. Ey, der Pastillon, der hat's, ey, der hat das so drauf, manchmal. Das ist wirklich unfassbar, ey. Ja, ich mag das auch sehr. Also, ja, gut. Ich mag diese, wenn sie dann einen Gag machen mit einem Bild und so, und du kannst automatisch lachen, so, da ist auch egal, welche politische Richtung das auch dann immer ist, ist einfach gut zu lachen darüber. Ja, schon. Ah, herrlich. Ja, Schnurz muss Hitlerbärtchen tragen. So, muss Schutz quasi. Schnurrbartprothese so, ja. Haben sie geschrieben, glaube ich. Ja, herrlich. Ja, ich habe das Foto auch, ich habe es auch erst nicht gecheckt. Ich habe das Foto gesehen, bevor ich die Geschichte gehört habe. Ja. Und dann dachte ich so, ist das jetzt, ist das Photoshop oder so? Ja, was ist jetzt irgendwie der Gag auf dem rechten Auge blind? Ist das jetzt, hat das was mit dem Aiwanger-Ding zu tun oder whatever, so, was ist es jetzt? Aber nee, der ist wirklich einfach. Und ich muss sagen, also manche Politiker, Aiwanger zum Beispiel offensichtlich auch, schaffen es ja dann irgendeine Beschädigung dann umzuwandeln, dann offensichtlich, dass sie davon profitieren. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache jetzt. Aber auch Olaf Scholz kriegt, glaube ich, auch Respekt, weil er mit dieser Augenklappe, alter Schwede, Monkey, die Luffy läuft gerade auf Netflix, muss man sagen, ey, wir haben Piratenkanzler. Auf jeden Fall, ich muss als Metal Gear Solid-Fan halt auch die ganze Zeit an, so, da gibt's so einen Charakter, ne, Big Boss, der halt auch so einen Augenklapp hat. Ich sehe den, also plötzlich habe ich Respekt vor ihm, muss ich sagen. So, ey, ganz ehrlich. Er hat nichts gemacht, außer ein Auge zu verlieren. Evil und trotzdem habe ich Respekt vor ihm bekommen. Jede Rede, also wirklich jede Rede ist jetzt anders gefärbt. Die kann genauso trocken, langweilig, wie auch immer, floskelhaft sein. Aber jetzt hat es einfach so ein automatisch so ein. Oh, ich fände es mega geil, wenn, ob jetzt wahr oder nicht, dass so ein Charakterwechsel damit einherging. Ist ja oft, man sagt ja auch, Kleider machen Leute, dazu zählen auch Augenklappen. So, das verändert einfach komplett deinen Blick auf die Welt. Und dann kannst du auch einfach ein anderer Typ sein. Und während er ja immer dieses Zauderhafte ihm nachgesagt wurde, ne? Also, nee, das Zauderhafte, dass er nie wirklich konkret mal was gesagt hat, dass er immer um alles so rumgegurkt ist und einfach nicht mal eine klare Haltung und Ansage zu irgendwas, einfach so, was halt viele Politiker machen, so, ich halte mir alles offen und breche mir keine Brücken ab und schwabere mal so rum. Und wenn er auf einmal mit dieser Augenklappe so, nur noch so klare Ansagen machen würde, bam, 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 aber wenn die Augenklappe weg ist, dann ist er wieder der Alte. Deswegen, dann setzt er sie doch wieder auf, weil er ist der bessere Kanzler. Ich erwarte, dass er mindestens einmal so ein Buster-Moment hat, wo er auf den Tisch haut, ne, wo da irgendwie die Augenklappe noch vibriert. Und sowas erwarte ich, weil das würde ich sofort akzeptieren. Da würde ich sagen, ja, dieser Mann packt an, den lassen wir jetzt erstmal eine Weile machen. Zum Beispiel die Freien Wähler haben ja durch Aiwanger jetzt 4% gewonnen. Also, so, wie auch immer, war das scheinbar nicht unbedingt negativ für die Freien Wähler in Bayern. Ich würde Olaf Scholz gerne so ein Googly Eye hier auf seine Augenklappe kleben. Mad Eye Moody oder was? Die kennst du, die Dinger, die man überall raufklebt. Ja, ja. Auf die Augenklappe drauf und dann. Ja, Mad Eye Moody. Mad Eye Moody hatte doch. Harry Potter. Der hatte so ich meine diese Aufkleberdinger. Ja, ich weiß wohl, welche du meinst. Ja. Das sieht halt schon anders aus als so ein mechanisches Auge. Wie lustig wäre ich wünschte mir, die Politik könnte so einen Gag mal vertragen. Könnte mal Humor haben. Einfach mal machen. Eine Pressekonferenz mit so einem Googly Eye hier. Ja. Alle Leute würden ihn feiern. Ich sag's euch jetzt, 5% mehr für die SPD. Ja. Er ist doch bei der SPD. Man weiß es mittlerweile nicht mehr. Nee, aber ernsthaft. Ja, wäre ich voll das Fan mal von. Voten, komm, abstimmen. Drei. Der würde so. Wer seid ihr dafür? Drei? Ja. Okay, 100%. 100% dafür. Ja, muss die Partei sagen, das muss passieren. Denn ADP, müssen wir aufpassen, dass man da nicht. Das klingt, nee. Ja, ja. Lieber was anderes. Lieber die freien Talker. Ah, nee. Oh Gott, nein, ey. Ja, das ist almost Partei einfach. Almost Partei würde gehen. Almost Party. Almost Party. Almost Party ist dann, finde ich, doppeldeutig, weil wir auch einfach keine Party mehr machen. Fast. Nur manchmal verabreden wir uns fast und dann doch nicht. Ich habe Partei gesagt. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, bin ich eingeschlafen. Englisch, almost. Party ist ja auch. Ey, das ist so. Ja, okay. Ich hab das nur genommen und noch was draufgepackt. Ja, ist gut, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich muss kurz aufs Klo und das liegt wirklich an deinem Platz hier, ne? Ich sag's, es liegt an dem Platz. Dann wird die so zusammengeklappt oder so. Ich glaube auch wirklich, dass es an dem Platz liegt, ey. Die Blase wird gepresst. Wie so eine Orangen-Zitronenpresse so. Das ist eine Delikatesse, ne? Geh mal, ja? Ja, Füchse mögen Menschenblasen gerne essen.
Ist oft so, wenn man irgendwo, ja, ist so, wenn man irgendwo sterbliche Überreste eines Menschen haben, meist keine Blase, weil der Fuchs sich die geholt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob du mich anlügst oder ob du. Ja, da ist halt einfach zum einen. Da ist das Leckerste drin. Ja, das ist das Leckerste. Aber die Augen sind doch auch voll lecker. Nee. Aber Ratten und so, Vögel, die wollen doch immer die Augen. Ja, die ziehen die raus und tunken die in die Blase und dann. So, weg ist er. Jetzt können wir lästern. Jetzt können wir lästern oder was? Nein. Er hat Geschenke mitgebracht. Ja, da kann man schwer lästern auf jeden Fall. Tatsächlich. Das finde ich auch immer super. Ja. Wenn Simon unterwegs ist, der hat ja damals auch uns diese coolen Bilder. Ich habe eins bekommen. Die hab ich euch geschenkt, du Arsch. Nein. Doch. Wirklich? Ja, ich weiß, die hängen drüben. Ja, das ist ja. Welche? Du, ich Bubblegum. Ja. Ja, habe ich gekauft. Kacke. Wieso habe ich das denn abgespeichert, dass Simon das war? Weiß ich nicht. Das ist ja voll gemein dir gegenüber. Das ist in Ordnung. Hey, mein Story of my life. Nein, jetzt hör auf, wie oft ist das dann daneben noch passiert? Hey, ist egal. Alles gut. Ich hab aber diesen, genau daran habe ich auch gedacht, weil es macht auch Spaß. Es macht total Spaß. Schenken kann, macht ja auch Spaß. So, ne? Also gerade wenn du Motive hast und du überlegst wirklich so, ah, okay, das erinnert mich an. Und wenn das die beschenkte Person dann auch annehmen kann, so, dann ist das immer was Feines, ey. Oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man, ich habe auch noch alte Bilder von dir, die du über mich gemalt hast. Die habe ich auch noch alle abgespeichert. Weil sind die auch nett? Die sind nicht so nett. aber den Umständen entsprechend, ich weiß auch, in welchem Kontext du die gemalt hast. Das sind kein Scheiß, das sind tatsächlich Kunstwerke. Also, Dankeschön. Ernsthaft jetzt. Mach ich vollkommen ernst. Das ist nett. Im Gegenwart eines echten Kunstwerks würde ich dieses Kompliment vermutlich nicht annehmen wollen. Aber Dankeschön. Vielleicht kann ich ja demnächst auch auf unter so einer Hochzeit auf dem Schloss, als wir dann nur Künstler sind. Definiere Kunst halt, ne? Aber nee, doch, also was du da gemalt hast. Gut, das ist jetzt blöd, darüber zu reden, wenn man das nicht sehen kann, aber das ist halt ein Podcast. Ich musste mir mal zeigen, weil ich weiß, ich male meistens immer nur so, wenn man mich zwingt, irgendwas zu machen, auf das ich keinen Bock habe. Dann dudel ich immer so um meine, weil sonst entweder ich wackel mit den Beinen oder so. Ich habe so eine gewisse Unruhe, wenn ich zu lange irgendwas machen muss, was ich nicht will, werde ich so unruhig. Bei Meetings ist es oft so, wenn ich so Leuten zuhören muss und denke, ja, der Punkt ist klar geworden, wieso redest du denn noch? Oder ich denke, das hat doch der vor dir exakt genauso gesagt, warum erzählst du denn genau das Gleiche nochmal, nur in länger, anstatt zu sagen, ja, ich stimme mit der Person überein. Und dann, das macht mich immer so ganz unruhig und dann denke ich mir, okay, wohin kanalisiere ich diese Unruhe? In den Stift. Und dann male ich immer so. Diese viele Sachen entstehen dann immer so auf diese Art und Weise. Ja, das Bild, was ich im Kopf habe, was ich meine, ist auch in einem Meeting entstanden. Ja. Ja, das ist ein sehr gutes Bild. Ja, brauche ich jetzt nicht. Du musst irgendwo immer raus, so diese, ich hasse das bei Meetings. Ja. Was, du musst mal dein Mikrofon annehmen, Simon ist wieder da. So, wenn dich nochmal forscht. Simon Kretschmer! Hey, zurück vom Klo. Was geht, Leute? Ey, was ist eigentlich mit Flugzeugen, ne? Habt ihr mal überlegt? Kein Gag oder so. Flugzeug. Da ist doch diese klassische Stand-up-Scheiße, dass Leute mit. Die älteste Stand-up-Routine der Welt ist ja, sich über das Essen zum Beispiel bei Flugzeugen aufzuregen, über die kleinen Portionen oder so. Ja, wenn einem gar nichts einfällt als Stand-up-Comedian, fängst du an mit Flugzeugen. Aber ist nicht bei Stand-up so, dass man schon in der Regel ein Programm hat. Sehr, eher selten so, dass man sich irgendwie einbucht im Comedy-Seller und überlegt, fuck, ich habe ja morgen einen Auftritt. Du sagst das so, aber wenn ich dann immer in den Podcasts reden die ja leider immer nur noch über ihre eigenen Sachen, aber wenn die dann immer so erzählen, dass sie irgendwo ein Set spontan gemacht haben, dann frage ich mich immer, ja, aber, also, hast du dann, genau was du sagst, ein festes Programm oder sind es so Snippets, Bits, einzelne Gags, wo du weißt, dieses Ding läuft jetzt 3 Minuten, danach kann ich überleiten zu der anderen Geschichte und dann gucke ich mal. Also ich glaube nicht, dass die immer ihr Programm abfeiern, sondern die sind einfach nur so gut, dass die halt für alles schon vorbereitete Fetzen haben. Wie so ein Jazzmusiker, also, der kann die Crowd lesen und weiß ungefähr, wann welcher Gag irgendwie aus dem Repertoire. Absolut. Das ist eigentlich die Kunst. So. Ja, also nicht nur lustig sein und das gut formulieren und so, sondern auch so aus dem Flow die Stimmung mitnehmen und dann irgendwie 3 Geschichten hier erzählen, 2 da. Das könnte ich gar nicht. Also wirklich, da hört es bei mir auf. Ich habe Louis C.K. mir nochmal alle angeguckt tatsächlich. Da hatte ich so eine Phase, ich wusste gar nicht, dass er. Ich habe 3 neue Programme schon wieder rausgebracht nach seinem großen Incident sozusagen, den er hatte. Oder 2? Weil, gut, du meinst. Ja, genau. Wie lange wartest du darauf, dass du das Geräusch einmal machen kannst? Da ist mir auf jeden Fall auch bei einer Aufzeichnung ganz deutlich, sind mir die Schnitte aufgefallen. Und das liegt einfach nur daran, weil er verschiedene Schweißflecken hat. Ja, genau. Das letzte, ja. Nee, das ist das vorletzte. Das haben wir zusammen geguckt. Haben wir? Ja. Da bin ich eingeschlafen.
da bin das ich eingeschlafen. Und da habe ich, genau, da habe ich mir nämlich gedacht, das war super lustig, glaube ich. Ich muss mir das nochmal angucken. Und dann habe ich, kein Witz, habe ich bei Louis C.K. direkt auf der Seite, habe ich mir einfach so ein Bundle geholt und mir alle nochmal angeguckt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, das war aber wirklich etwas, so wie wir es ja damals bei der Abend mit Bohnen irgendwie auch versucht haben, schon irgendwie so einen roten Faden zu haben, damit man gegebenenfalls irgendwie auch intercutten kann, so halt. Ne? Bei Louis C.K. war das ziemlich offensichtlich, ja, ja. Weil einfach dieser Schweißfleck einfach unterschiedlich war. Der hat es preisgegeben, ja. Man sollte als Comedian schon mit Schweißflecken auf die Bühne kommen oder so vorgedruckte. Ja, dass einfach dieses Problem nicht besteht. So ist Camouflage entstanden, glaube ich. Aber ja, das ist so gut. Oder so, so, wisst ihr noch die Spielzeugautos, die ihre Farbe wechseln können? Geil. Ja. Was wenn man so heißes damit? Wasser und so. Gibt es noch für echte Autos tatsächlich, die ihre Lackfarbe ändern, wenn sich whatever die Temperatur ändert oder sowas? Aber dadurch, dass sie als Spielzeug, glaube ich, gar nicht mehr angeboten werden, wird da irgendein krasser, chemischer, super krass krebserregender Stoff drin gewesen sein, den wir alle in den Mund genommen haben. Und in der Badewanne. Und dann Badewasser. Also, ja, auf jeden Fall ist das so. Ich denke mir auch mal, man ist ja immer so mit den Römern, wie dumm sind die denn, dass sie vor 2000 Jahren ihre Wasserleitungen, die sie schon hatten, mit Blei gemacht haben. Wusstet ihr denn nicht, dass euch das langfristig schädigen kann? Und ich wette, in unserer Kindheit gab es, und jetzt in diesem Moment auch noch, aber so viel Shit, das uns langsam aber sicher tötet, wo dann kommende Generation, wenn es welche gibt, wahrscheinlich auch denken, wie doof seid ihr denn? Eines Tages, wenn die Menschheit überlebt hat, alle Probleme gelöst, werden sie zurückgucken und sich denken so, diese Idioten, die haben echt Dixie-Klos gehabt. So zum Beispiel. Die drei Muscheln. Ich wette, wir haben dann immer noch Dixie-Klos. Ich glaube, die Klos werden sich nie ändern. Meinst du nicht? Doch. Ich weiß nicht wie. Ja, sag ich dir, die Japaner müssen daran. Ja, aber die haben auch nur das Drumherum gemütlicher gemacht. Aber den reinen Prozess ist jetzt nicht so, als ob da irgendwas kommt, ohne Kontakt, alles raussaugt und dich dann noch schön sauber macht, sondern du musst immer noch arbeiten. Ja, muss man das? Das ist die Frage. So, ich frage zum Beispiel Star Trek. Donnerbalken ist nicht so viel Unterschied zur japanischen Toilette. Das stimmt, ja. Finde ich. Also da stimmt, da ist evolutionär noch nicht so viel passiert, aber so eine, also das ist schon das Beste, was es gibt. So eine japanische Toilette im Vergleich. Und wenn du so eine japanische, vielleicht ist auch die Motivation, Dinge sauber zu halten, höher, wenn man in so eine, man kommt in so ein Dixie-Klo rein und hat nicht irgendwie so ein, ist das einfach so eine japanische Toilette, die mit dir spricht. So, hi, schön dich zu sehen, setz dich doch hin. Oh, ich habe gesehen, du hast ein bisschen daneben gepinkelt. Ich würde mich richtig freuen, wenn du das wegmachst. Da vorne, blink, blink, sind die Wegmachtücher. So, hinterlass das doch bitte ordentlich. Und oder? Ich liebe es. Ich glaube nicht. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo sich jemand, ihr kennt ja diese öffentlichen Toiletten, die sich selbst reinigen. Mhm. Und der wollte wissen, wie das funktioniert. Und hat das dann, hat sich irgendwie einschließen lassen und hat dann von innen gefilmt, während es sauber gemacht wurde. Und es ist echt bizarr, weil der Raum ja einfach so unten, also wird komplett nass gespritzt und unten läuft das dann ab und dann trocknet sich das irgendwie so ein bisschen und dann fertig. Ja. Und sowas hätte ich gerne. Ja. Aber nicht für ein Klo, weil dann wird das ja einmal alles mit dem Klowasser, aber so für ein Bad, ein Badezimmer. Ja, aber das, ja, sowas ist wirklich geil, diese selbst. Ich hab's auch noch nie, man fragt sich immer, wahrscheinlich kommen da so kleine Heinzelmännchen raus oder so mit so Gummihandschuhen und die dürfen nicht gefilmt werden, sonst sterben die einen Qual von dem Tod. Ja, sofort. Und, Kameras rauben ihnen die Seele. Spallen um. Ey, Moritz Männer. Oh, ja, Moritz Männer. Machen wir wieder. So heißt das, ja. Ach, oh, du meinst, Moriton Manoir. Manoir. Ich bin super. Ihr wisst auch gar nichts, ne? Achso, ich von dem neuen Amt. Nee, also wirklich, also es ist tatsächlich wie immer. Also wir kriegen Termin und wir wissen nichts. Ja, wir kommen dann rein und hoffen einfach nur, wie sind die Leckerlis diesmal? So, je nachdem, wer das macht. Wenn Lydia das macht oder so, dann weiß man aber, okay, die hat die guten Kekse und so. Die, und da steht der geile Scheiß und die Brotzeit und so. Ja, Soirée Bizarre. Wir sind irgendwo in Frankreich. Also, ne? Soirée Bizarre. So heißt das. So heißt es. Ja. Alter, ihr seid offensichtlich echt. Ich habe davon über Twitter erfahren. Ja, ich auch. Und ja, du wurdest nicht schon ganz angeguckt. Ja, du wurdest aber auch. Okay. Ein paar Termine wurden schon im Vorfeld auch mit dir abgeklärt. Ja, ich will ja auch. Nein, klar. Ich niemand wird riskieren, dass du zufälligerweise. Nein, aber du kennst es ja, ne? Ja. Okay, was? Bestätigt mal eure Termine. Okay, ja. Wann ist das? 2 Monate? Ja, ja, ich kann. Genau. Und dann guckt man nur von Tag zu Tag und auf einmal so pling, oh fuck. Aber ich habe dir mir den, bis auf Walpurgisnacht, die habe ich bislang noch nicht gesehen, aber Alan habe ich mir nochmal angeguckt. Aber bei dir auf dem YouTube-Kanal. Genau, bei mir auf dem YouTube-Kanal sind die. Und ich hatte super viel vergessen. Und das ist total cool. Also ich habe die eigentlich ja nie gesehen. Und wir haben so viele Sachen gemacht vor der Kamera in den letzten Jahren. Und ich habe auch super viele Pen & Papers gemacht und so weiter. Und ich bin alt. Und ich habe wirklich auch viele Sachen vergessen. Und das war schön, das nochmal so zu sehen, weil man, das war so gefühlt,
ja, was passiert jetzt, selbst wenn ich geredet habe? Okay, was sagt er jetzt? Ich weiß es nicht. Aber hast du es nicht manchmal, dass man dieselben Gedanken hat wie damals? Also ich hatte bei ein, zwei Sachen, wo ich mal reingeguckt habe, also der Gedanke kam, dass ich jetzt das und das sagen würde, und dann sagt es aber auch der andere Simon. Ja, mir ist das mehrfach passiert. Wo ich merke, ja, wo du merkst, okay, du bist doch nur so ein ganz simples geschriebenes Programm. Exakt. Was, lass es 100 Mal durchlaufen, du kriegst 95 Mal dieselbe Antwort. Ich habe wortwörtlich mehrfach, 2, 3, 4 Mal Pause gemacht, einen Gag gemacht, laufen lassen, und dann kam direkt derselbe Gag. Und das ist so entlarvend. Ehrlich? Und das ist so, okay, fuck. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach noch in der Erinnerung hier hinten halt drin und dann. Nee, einfach, ich glaube einfach, dass auch die, zum einen, aber das, ich glaube, also das wäre wirklich erstaunlich, wenn man bis hin zu so einer einzelnen Line oder einem einzelnen Wort irgendwo alles noch verfügbar hätte. Ich glaube eher, dass das einfach gewisse Algorithmen sind. Unsere Hirne sind nicht so wahnsinnig komplex, wie wir selber das glauben, weil unsere Hirne so wenig komplex sind, dass wir die Komplexität so überschätzen. Zu mir komplex. So, und deswegen kann nicht mehr reden. Ja, das ist so. Das ist irgendwie wie so, du packst da oben irgendwie so eine Scheibe rein und dann wir denken, es gibt unendlich Möglichkeiten, wo die Scheibe rauskommt, und am Ende ist es einfach Das ist ein bisschen wie so Pachinko-Automaten, würde ich sagen, wo du ja irgendwie die Kugel und dann wird die so durch die Stifte da immer woanders hingelenkt. Aber wenn du immer an derselben Stelle, dann ist es auch eine gewisse Verteilung, die immer ähnlich ist. Und genauso sind wir wahrscheinlich auch. Da kommt ein Gedanke, bei mir ist der oben links und er gibt halt immer dieselben drei Fächer. Bei dir sind es immer so die Wortspiele, auf die du dann achtest. Das ist schon interessant. Ja. Ich finde das so ein bisschen humbling, dass es einem zeigt, so man ist halt doch nicht so krass super, sondern man macht nur sein Programm. So, man ist auch nur eine Maschine. Ich finde das irgendwie auch eher beruhigend und eher so, okay, alles klar, es ist Ist alles nicht so krass. Genau, was würde passieren, wenn Aifinger auf seine alten Sachen reactet? Würde der auch nochmal dieselben Sachen sagen? Siehst du. Der kann sich doch auch sicher nicht dran erinnern, ne? Wer das? Nein. Habe ich die jetzt rein oder rausgeholt? Ich weiß. Ich glaube, ich habe sie eingesammelt. Ja. Oh Gott. Ich habe mich vor kurzem ausgeschlossen aus der Wohnung, weil ich dachte, die Frau ist drin und ich bin raus. Ja. Nackt. Und habe die Frau auch. Nee, diesmal nicht. Mit dem Hund. Und dann rufe ich die Frau an, meinte so, ja, kannst du mir aufmachen, so, ich komme jetzt gleich heim. So, ich bin gar nicht daheim. Nein. Und dann stand ich vor der Tür, auch sie. Und sie war dann recht pisst und völlig zu Recht, weil ich halt natürlich, wir mussten dann halt einen Schlüsseldienst rufen. Nein. Und es ist immer super schlimm. Und dann kommt dieser Dienst und meint noch so, ja, wissen Sie, ob Sie abgeschlossen haben vorher von innen oder nicht? Und ich so, nee, der Schlüssel. Wie denn, wenn du den Schlüssel nicht hast? Naja, also die Frage steckte. War ein bisschen anders, aber es ging aber so darum, ob der Schlüssel noch drin steckt, glaube ich. Oder ob ich nur zugemacht habe. Ja. Und ich wusste es auch nicht mehr. Und er meinte, ja, also wenn der drin steckt, wird es schwierig. Und dann sitzt du so da und denkst so, okay, wie teuer? Sag mir nicht schwierig, sag einfach nur, wie teuer. Mhm. Und dann geht er hin mit so einer Pappkarte wie so ein, oder so eine Plastikkarte wie beim Schiedsrichter. Ja. Macht so Ritt, offen. Wirklich, ich habe noch nie so schnell eine Tür auf. Nicht mal mit dem Schlüssel kriege ich die so schnell auf. Er hat nur so einmal dazwischen gesteckt. Und sofort war die Tür offen. Und ich denke so, okay, so schnell geht das. Ja, kann jeder aufmachen. Also, ich fühle mich null sicher in meiner Wohnung und werde jetzt immer abschließen. Weil dann geht es nicht so leicht. Aber das hat mich schon ein bisschen irritiert, um ehrlich zu sein. Ich weiß bis heute nicht genau, wie. Man denkt ja immer so, in Filmen machen sie mit der Kreditkarte so friemeln und plötzlich ist sie offen. Und er hat das noch schneller gemacht und völlig plump. Mhm. Und mit einer simplen Plastikkarte. Krass. Wollte ich nur mal sagen, also abschließen von innen. Und dann rausgehen. Plastikkarte. Und dann rausgehen. Ja. Naja, das war meine Geschichte noch. Finde ich gut, aber ist auch, glaube ich, dir komplett. Aber warum ist deine Frau noch sauer nach all der Zeit? Wie oft hat sie das hinterlegt? Das ist mir noch nicht so oft passiert. Ja. Aber ich finde, das muss eingepreist sein. Ich finde auch, ich sag das dann auch immer. Ich sage immer, ey, du darfst nicht so auf mich sein. Du weißt, wer ich bin, wie ich bin. Ich sag schon, ich zahl's. Mehr kannst du nicht von mir verlangen. Bist weil der Fehler ist getan. Ja, aber das Sauersein gehört ja mit dazu, oder nicht? Nee, warum? Wenn ich dafür zahle, muss das da an. Also entweder wir zahlen es die Hälfte und dann darf sie sauer sein, oder ich zahle, dann darf keiner sauer sein. Nein, also erstmal ist es ja ein Fehler, und ich finde, man muss jemanden, wenn man mit jemandem heiratet oder mit jemandem generell auch zusammen ist, dann ist man ja ab einem gewissen Zeitpunkt, weiß man ja, wer dieser Mensch ist. So, und dann muss man so die grundsätzliche Konstitution des Menschen akzeptieren und gewisse Dinge auch einpreisen. Und das ist kein Freifahrtschein, sich nicht entwickeln zu müssen, oder das ist kein Freifahrtschein für faule Leute, sich nicht am Geschirr zu beteiligen oder whatever. Aber sowas jetzt, was du da erzählst, das ist einfach, sie kann nicht erwarten, dass du gewisse Teile deines Charakters beibehältst, wenn du andere
abtrennst. Und das ist eher eine Gesamtkonstruktion. Und diese Dinge werden dir für den Rest deines Lebens passieren. Und je mehr du kiffst, desto mehr werden das auch. So, das heißt, sie weiß das, sie muss einmal im Quartal mit so einer Nummer rechnen. Die Frage ist nur, welche ist es? Einmal im Quartal, echt? Ist das deine Einschätzung? Das ist jetzt einfach eine random Zeitangabe. Okay. So, deswegen finde ich das so, das, kein Grund, sauer zu sein. Das nächste Mal gebe ich einfach nur ihr mein Handy, wähle deine Nummer und hier, sprich mal. Ja, das ist doch so. Das ist, ich finde, du hast das gut erklärt. Ich sehe auch so. Politiker reden und Beziehungs... eigentlich für alles. Ne? Anfragen für alles. Live-Coach for everything. Ich glaube, wenn irgendwann weg, dann mache ich Live-Coach. Das machen ja alle Leute, die irgendwie nichts, sie gerade nicht wissen, was mache ich mit meinem Leben, die in so einer Sackgasse angelangt sind, die lassen sich zu einem Coach ausbilden. Die lassen sich dann 2 Wochen lang abends von jemandem zum Live-Coach ausbilden, der seinerseits sich zuvor 2 Wochen lang abends hat zum Live-Coach ausbilden lassen. Und dann ist man Live-Coach. Und dann machen die eine Annonce oder mieten sich einen Büroraum und sagen, ich bin jetzt Live-Coach. Und der Gedanke, dass man meistens ja von Leuten gelive-coacht wird, die selber ja erst Live-Coach geworden sind, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit dem Live machen sollen, ist ja an sich vielleicht schon ein Problem in der kompletten Kette, die dort aufgemacht wird. Ja, ja. Deswegen bin ich auch prädestiniert, um Live-Coach zu werden. Also in dem Moment, wo ich nicht mehr weiß, werde ich Live-Coach und coache andere Leute. Ich habe neulich von Gunnar hier, Steuerung F, einen Beitrag gesehen, relativ frisch über Healy. Habt ihr darüber mal was gehört? Über wen? Healy? Nee. Das ist, also ich habe es auch nur da bei dem Beitrag gesehen, dass irgend so ein Device, was halt aus, also von wegen Life-Coach, was einem halt durch Frequenz irgendwas halt alles gesund machen kann. Das ist, hat eine App. Ach, also so Healy, Healy. Das ist ein kleines weißes Gerät, sieht eigentlich aus wie so eine ganz flache Powerbank. Healy. Und da, die haben halt dann auch nachgefragt und aufgedeckt und pipapo und auch herausgefunden, dass da einfach so ein kleiner Chip drin ist, der halt einfach, also die sagen, die benutzen Quanten irgendwas. Das ist eigentlich nur so ein Infrarot-Ding, was einfach nur random Zahlen rausballert, damit die App irgendwie random halt was irgendwie darstellen kann. Aber damit scheinen die so richtig fett Kohle zu machen wieder. Also einfach so. Die Dummen sterben aber auch nicht Computing in so einem. Oh Mann. Ja, also es ist, aber also und Gunnar, ja. Gunnar ist dann ja auch knallhart, ne? Der geht dann ja, also ich finde, wenn Gunnar diese Beiträge macht, ich finde es immer auch lustig, ihn so zu sehen, also ne, ernst halt so. Ja, in einer seriösen Rolle. Super ist das, aber ich finde das auch gut und dann ist er auf so eine Messe gegangen, wo halt echt irgendwie Produkte aufgestellt wurden, irgendwie für 8000 Euro oder sowas, so eine Massagesessel mit irgendwie Bestrahlung von irgendwas und pipapo, fand ich auch echt krass, also. Ja, da wird viel Geld gemacht mit diesem, ja, so Vichy Waschi Science. Ich habe das ja mitgekriegt, als ich versucht habe, meinen Tinnitus loszuwerden. Da wurde mir auch so viel aufgeschwatzt und das ist alles so eine unseriöse Kacke, Lasertherapie, der ganze Kram. Also, das ist wirklich. Ja, wie gesagt, es gibt halt Leute, die sind verzweifelt oder die denken, ich brauche sowas und dann kaufen die alles, um es auszuprobieren. Ich glaube, also Placebo ist ja bewiesenermaßen sehr hilfreich. Ja. So, aber wenn du auf Kosten und jetzt wirklich reale Kosten irgendwie, also wenn du die verarscht, finde ich es halt nicht geil. So, ne? Also, dass du Placebo in Anführungsstrichen irgendwie auch mitnutzt, weil der Glaube der Heilung ist hilfreich, heilt mit, so. Weiß ich nicht, ey. Also. Ja, wenn es wirklich jemandem was bringt, aber ich meine. Eigentlich. Vielleicht müsste man das einfach nur mit Live-Coaching dann kombinieren, dann bist du halt super reich. Aber ist das jetzt eigentlich, weil ich hätte es jetzt auch so gesagt, aber jetzt, wo du es sagst, frage ich mich, ist das eigentlich wirklich erwiesen? Ja, natürlich gibt es einen Placebo-Effekt, aber nehmen wir mal an, es gibt diesen Placebo-Effekt. Mhm. Dann muss doch eigentlich die tiefer oder die nachfolgende Frage sein, okay, warte mal, wie funktioniert denn der Placebo-Effekt? Weil, wenn es tatsächlich möglich ist, dass man nur, weil man glaubt, es würde einem geholfen, gesund wird, dann muss es ja irgendeinen Mechanismus geben, den wir bislang nicht anzapfen, irgendwelche Selbstheilungskräfte, die auf rein psychologischem Level funktionieren. Und ist es nicht eigentlich viel interessanter, anstatt immer irgendwie so Placebo-Gruppen bei irgendwelchen Medikamenten, die getestet werden, heranzuziehen, einfach mal sich zu fragen, warum? Das ist doch eigentlich erstaunlich. Was steckt denn dahinter, dass man sich rein auf mentaler Ebene offensichtlich selber heilen kann? Weil wenn nicht, dann wäre ja auch der Placebo-Effekt im Prinzip dann ja auch Quatsch. Kommt ja darauf an, was es ist. Aber da gab es auf jeden Fall, ich habe früher mal vor langer Zeit, und ich kann es natürlich überhaupt nicht rezitieren, aber ich habe damals tatsächlich was gelesen über Placebo-Effekt und
von irgendwelchen Unis damals, die halt einfach den Placebo-Effekt generell untersucht haben. Mhm. Und da war es halt so, dass sie das bewiesen haben, dass der Placebo-Effekt alleine dadurch, und deswegen haben sie es dann zusammengefasst, das war der Conclusio daraus, alleine dadurch, dass du, wenn du glaubst, dass du gesünder wirst, dein Blutdruck zum Beispiel runtergeht, also das heißt, du hast reale Effekte. So, aber das sind halt, also das kannst du dann empirisch irgendwie in der Studie nachweisen, aber es ist ja dann, ein Beinbruch wirst du vielleicht schneller heilen, wenn du daran glaubst irgendwie, dass es bitte auch mal schneller geht und wenn du dich nicht aufregst oder andere Stresspunkte hast, die deinen Körper dann einfach parallel noch beeinflussen. Keine Ahnung, in der chinesischen Medizin ist das ja immer schon verzahnt, also Geist und Körper. Und ich habe es dann auch durch die Psychosomatik auch nochmal deutlich mitbekommen, habe ich dir damals auch erzählt, mit Eingang in die Klinik war mein Tinnitus weg. Super dumm, aber wirklich einfach so weg. Kein Stress mehr gehabt. Jahre immer Stress gehabt. Und auf einmal war wirklich weg, so, also wirklich lächerlich, also, ne? Und es wird da irgendeinen Zusammenhang geben, aber ich bin der Letzte, der darüber irgendwas sagen sollte, glaube ich. Aber für diese Placebo-Forschung, ja. Was war denn da für die Placebo-Gruppe? Aber warte mal, wie war denn das nochmal? Also die haben Medikamente ausgegeben, die einen Medikamente waren reale Medikamente und die anderen waren halt Placebo-Medikamente. Das ist ja eine und dann gab es aber die AB-Testing und dann gab es aber nochmal ein AB-Testing innerhalb der Gruppen sozusagen. Geheim, und den einen wurden gesagt sozusagen, ey, das sind Placebos, das sind dann echte gewesen. Aber die haben echte Medikamente bekommen. Und also das, so war die Studie damals aufgebaut und ey, es wird eine modernere dazu geben, also, ne, aber daran kann ich mich noch erinnern sozusagen. Sagen, an diese Heranleitung. Da zweifelt wahrscheinlich von uns jetzt auch keiner daran, ne? Dass irgendwie Geist über Materie, so zumindest was den Körper angeht, schon eine gewisse Kontrolle hat. Unser Gehirn schüttet Endorphine aus, Dopamin, irgendwas und plötzlich sind wir irgendwie gut gelaunt. Also wir machen das ja den ganzen Tag, dass wir durch Denken unseren Körper beeinflussen, in welcher Form auch immer. Ja, also das hat sicher Grenzen, aber zum Großteil glaube ich schon, dass bei immensen Schmerzen habe ich damals auch wirklich angefangen, also nicht glaube und nicht Gott, das nicht, aber wirklich, ich habe dann wirklich in die Entität geschrien, die Wurzelentzündung zum Beispiel, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich hatte so unfassbare Schmerzen, Wurzelentzündung oder hier mit dem Auge und so ein Scheiß, ne? Da habe ich wirklich gesagt, boah, mach, dass es aufhört. Also wirklich einfach so in den Äther rein geglaubt, so von wegen, in den Alter rein? In den Alter und in den Äther. Einfach so, boah, das tut so weh, bitte mach, dass es aufhört. Also ja. So, ne, dann so, du redest mit dir selbst, ja, mehr oder weniger, aber einfach nur, um diese Schmerzen irgendwie dann in diesem Moment zu ertragen. Aber, also, irgendwie wird es dafür smartere Möglichkeiten geben, glaube ich, demnächst, weiß ich nicht. Ey, ich hoffe auf voll viele Sachen, also was so die Möglichkeiten noch angeht, uns nachträglich noch ein bisschen zu verändern, unser Menschsein ein bisschen sicherer zu machen und uns unsere Existenz ein bisschen gesünder. Weniger gesund, also ein bisschen gesünder und ein bisschen weniger fehleranfällig und so. Haut mir Nanobots rein, gib mir irgendwelche Gen-CRISPR-Geschichten, es ist mir egal. Ersetzt mich durch eine Maschine, solange ich das nicht mitkriege und mein biologischer Körper verfault irgendwo hinterm Sofa. Ich das aber nicht weiß, bin ich auch mit cool. Also bitte, probiert's an mir aus. Ja. Ich frag mich, ob die, wenn du mit einer Maschine ersetzt worden werden würdest, ob diese Maschine auch sich ausschließen würde. Das würde ich. Ja, nur wenn es eine gute Imitation ist. Wenn sie authentisch ist, das wäre der Test. Das wäre der Turing-Test, der Simon-Test. Oh, 100 Mal rausgegangen, jedes Mal zurückgekommen. Zu perfekt. Ja, das ist echt, also erstmal glaube ich, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, schon vor Jahren, schon damals mit diesem Kurzweilfilm und so weiter. Ich glaube wirklich, wir sind einfach ein bisschen, wir werden kurz vor der Ziellinie kollabieren. Nein! Ist es einfach so, wir sind diese... Und sprichst du jetzt von der Menschheit an sich? Ja, unsere Generation im Speziellen. Also wir als unsere Generation. Also wir werden nicht ewig leben. Genau, ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschheit rein von ihren Fähigkeiten her an den Punkt kommt, dass wir das können. Ja. Sei es ne, erstmal absolut. Im ersten Schritt durch Bioengineering, dass man sich schlauer macht und dann dadurch wiederum auf die nötigen Ideen kommt und das herstellen kann oder whatever. Jedenfalls glaube ich, dass wir müssen alle noch sterben. Und das ist so unglaublich traurig, weil man sieht das Ziel. Gab es doch neulich bei der Leichtathletik-WM oder so, gab es doch irgendwie irgendeine Langläuferin, die einfach wirklich kurz vorm Ziel einfach komplett auf die Nase gefallen ist. So ist unsere Generation. Ja, ich erinnere mich. Aber ich habe neulich ein Buch gelesen und weil du ja auch gerade gesagt hast, egal wie du erhalten wirst und so. Und ich will jetzt nicht das ganze Buch erzählen, aber da gibt es eine Person, die wird am Leben gehalten, indem ihr Gehirn auf Millionen von Ameisen übertragen wird. Ach, das ist ja eine geile Idee. Durch so Bioengineering. Jede einzelne Ameise ist wie so eine Synapse, muss man sich das vorstellen, die einen sehr beschränkten Tätigkeitsradius hat
Und dann haben die das irgendwie geschafft, ihr Bewusstsein auf so eine Ameisenkolonie runterzuladen. Und dann war sie halt diese Ameisenkolonie und konnte sich halt ganz mal mitteilen und denken. Und wusste auch, sie ist eine Ameisenkolonie. Und jetzt stellt euch auch mal vor, ihr wacht auf und so und denkt, oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, du bist übrigens eine Ameisenkolonie. So. Ja, wie in den 90ern, so ein Crime-Detective-Serie. Mhm. Er hatte einen Unfall. Er wurde wiedergeboren. Durch einen technischen Notstand wurde er wiedergeboren als Ameisenkolonie. Ich habe irgendwie die Melodie von Airwolf im Kopf plötzlich. Könnte passen. Ja, sowas. Könnte passen, ja. Ja, es wäre halt der bessere Ant-Man auf jeden Fall. Ja, also. Aber wer ist der bessere Endman? Ich weiß es nicht. Ja, doch, eigentlich sicher. Aber dann tritt da einer drauf und dann hast du deine Haustürschlüssel vergessen. Millionen. Ja, aber so, ja. Das steht ja für alles. Wie viel sind nochmal im Durchschnitt an Ameisen? 5 Millionen? Was war das nochmal? 2-3 Dutzend. Wie so groß eine Kolonie ist? Ja. Ist egal. 2-3 Dutzend, ja. Ja. 2-3 Dutzend. Da gibt es ein sehr schönes Spiel, Empire of the Undergrowth. Ja, habe ich gespielt. Hast du gespielt, ne? Mhm. Habe ich auch gespielt. Kann ich sehr empfehlen. Also steuert man eine Ameisenkolonie. Ja, und das Echtzeitstrategie-Spiel im Prinzip, aber genau, nur mit Ameisen. Ja, ja. Und das, da wird auch so mit Pheromonspuren und so gearbeitet. Genau, ja. Ich habe alle meine Ameisen leider zu weit nach draußen geschickt und dann kamen die Grashüpfer und haben die alle niedergemacht. Grashüpfer. Ja, und dann sind die sogar, weil die gemerkt haben, oh, da sind Ameisen, sind die in meinen Bau und haben die Königin gefressen und dann war es vorbei. Die Grashüpfer, das halte ich aber für sehr. Nee, also vielleicht waren es nicht die Grashüpfer, aber die gab es auch da. Aber es waren so diese typischen, also Viecher, ne, wo du nicht denkst, was, die essen Ameisen? Ja, alle essen Ameisen, stellt sich raus. Ja, kein Wunder, dass die so aggressiv sind auch, ne? Und so viele auch von den Ameisen. Aber niemand bumst nachhaltig mit Ameisen. Beard. Nee, das ist niemand, kein Lebewesen, bis auf so diese Anteater, spezialisiert auf Anteating, kann mit Ameisen sich konkurrieren. Das aber, da, ja. Ja, Ameisen konkurrieren mit Ameisen, das schon. Ja. Ich muss gerade an diese komischen Milben denken, die ausgesaugt werden von den Ameisen. Die haben so einen süßen Nektar hinten am Arsch und die Ameisen gehen da immer hin und Blattläuse. Ja. Also eigentlich sind die Ameisen die Bitches der Blattläuse. Die geben den guten Stoff. Die Ameisen denken, sie werden belebt. In dem Sinne, in dem eine Milchkuh die Bitch, oder in dem der Mensch die Bitch einer Milchkuh ist vielleicht. Ja. Da kaufe ich einfach Hafermilch. Aber ja, im Grunde. Ja, gab's vor 5 Jahren noch nicht. Ey, man, Hafermilch ist einfach nur Hafer mit Wasser. Ey. Also, warum gab's das nicht? Warum gibt's das jetzt erst? Weil die Milchbauern eine mächtige Lobby gegründet haben. Ja. Das ergibt doch weniger Sinn. Aber die haben vielleicht dann einfach zusammen die Hafermilch-Lobby gegründet, um zu sagen: So, wir machen nicht nur A, sondern auch B. Beides. Ja, das ist so wie irgendwelche ölfördernden Nationen, die dann auf einmal alle Alternativen zu Öl auch. So sind die Milchbauern. So sind die Milchbauern. Das weiße Gold. So sind sie einfach. So sind sie. Dafür sind sie bekannt. Ey, ich war noch. Ja. Ich wollte einen Themenwechsel machen. Ja, mach ruhig. Darf ich kurz vorher noch eine Milchgeschichte? Ja, bitte. Ich war noch so jung, ich komme vom Dorf. Da ist dann noch so ein Milchwagen mit so warmer Kuhmilch. Mhm. So mit so einem Tank noch so lang gefahren. Und da gab es eine Milchsammelstelle, wo dann auch Leute mit so dicken Kannen immer hin sind. Und das ist so bitter. Ich meine, das kommt vor, als wäre es von meiner Oma. Aber ich weiß, dass noch, das hat existiert. Ja. Und da hast du wirklich so eine Milchpumpe auch gehabt und so. Völlig irre. Ja, aber das sind meine Milchgeschichten, mehr weiß ich nicht. Das findet in Bayern immer noch statt und das muss erhalten werden. Wahrscheinlich wirklich, ne? Ja. Und was vielleicht auch Schweiz und so. Ja. Alle noch so die ländlichen Bauerngegenden. Ja, alle leben in Villen, aber sie müssen ihre Milch noch einfach. Ja, aber die Kuh hat einen eigenen Saal. Ja, ich glaube, möglich. Die Kuh wohnt innen. So sieht an dieses Sentinel. Kennt ihr noch den Sentinel? Früher hatte jedes Dorf eine Kuh, die mehr oder weniger Milch geben konnte. Und dann gibt es so eine Superkuh. Nee, aber gab es eine Kuh, die, whatever. Kennt ihr noch Sentinel? Nee. Doch, der Sentinel, der, so eine Gemeinschaft, so der Wächter dieser Gemeinschaft. Ne, ja, das Intro erzählt es ja. Früher hatte jedes Dorf seinen Sentinel, bei dem ein oder mehrere Sinne überdurchschnittlich hoch ausgeprägt war. Nie gab es aber einen, bei dem alle Sinne. Und außer diesen einen. Der Sentinel. Also Sentinel hoch Sentinel. Und der war, seine Superkraft war einfach, dass er einfach super gut riechen konnte und so. Was auch, glaube ich, schwierig sein kann, weil oft, ich glaube, viele Sachen stinken dann auch sehr unangenehm. Ich würde sogar sagen, es ist eine der dümmsten Fähigkeiten. Super doll riechen. Auf der anderen Seite, Hunde können super doll riechen, die sind oft sehr freundlich und fröhlich, oder nicht? Ja, aber die müssen ständig arbeiten. Irgendeiner hat gesagt, ja, die können gut riechen. Dann können sie jetzt mal am Flughafen arbeiten und irgendwie Mäuse jagen und Wisst ihr, was mir gerade bewusst wird? Was für dich? Das ist ja total subjektiv, weil das eine ist sozusagen, die Fähigkeit zu riechen, ist ja die Fähigkeit, unterschiedliche
Botenstoffen zu differenzieren. Also du nimmst was in deine Nase auf und dann einfach die Fähigkeit zu unterscheiden, welche Bestandteile in einem Kubikzentimeter Luft sind dort vorhanden, und dann kann man einfach nur differenzieren und sagen, das und das und das ist in dieser ist in der Luft drin. Das ist einmal der reine mechanische Aspekt einer guten Riechfunktion. Und das Zweite ist ja, wie interpretiere ich diese Information? Und da wird's ja erst kritisch, weil der Mensch zum Beispiel ist darauf ausgelegt, Schimmel oder alles, was dem menschlichen Körper schadet, zu riechen, dass du weißt, okay, wenn ich das esse, vergifte ich mich oder whatever. Oder der Mensch kann aus irgendeinem Grund ja zum Beispiel Regen sehr gut riechen. Ne? Also nachdem es geregnet hat, kann der Mensch besser riechen als ein Hai Blut oder so. Das ist erstaunlich. Und was ich damit sagen will, ist, wenn man dann einfach nicht mehr dieses, wenn man keinen Ekel hat, wenn du zum Beispiel sagst, Scheiße riecht für mich nicht eklig, ja, sondern es riecht halt einfach vielleicht auch schön, wie für Hunde, deswegen können die auch, ja, die lieben ja Scheiße. Hunde lieben das. Dann ist das ja auch eine ganz andere Erlebniswelt. Stell dir vor, alles riecht gut. Selbst Scheiße riecht aber gut. Aber vielleicht löst das auch das Dixi-Klo-Problem. Ja, natürlich. Weißt du? Dann ist einfach das Problem. Gehst du da rein, nur so, um zu schnüffeln? Ja, das ist eher, da muss man eher dafür sorgen, dass die Leute auch wieder rauskommen. Ja. Ja. Ja, oder wir machen es halt wie Hunde und du lässt es einfach überall einfach laufen, weil du weißt ja, der Nächste will sich das aber auch. Naja, das aber das ist übrigens. Machen Hunde nicht. Ja, die kacken doch einfach hin. Ja, aber du hast ja gesagt, lass laufen. Aber die pinke. Nee, ich meine, markieren. Ich meine schon, nur beim Kacken ist es ja, also mein Hund zum Beispiel, der ist ja sehr wählerisch. Ich weiß schon ganz genau, wie der am liebsten kackt. Erstmal, also er kriegt so diesen Stalker-Move, dass er so irgendwie mit so steifen Hinterbeinen schon so läuft. Dann weißt du, da kommt die Wurst, bereitet sich vor. Und dann braucht er irgendwas Grünes und dann muss aber, und dann dreht er sich jedes Mal auch so, dass ihn hinten so ein paar so Gräser hinten am Hintern kitzeln, während er kackt. Das mag er total gerne. Und das Allerbeste ist, wenn er dann noch, während er kackt und gekitzelt wird, vorne noch an was schnuppern kann. Da ist er im siebten Himmel. Und ich sag, du siehst richtig, wie er so versucht, immer diesen Dreiklang aus diesen drei Elementen herzustellen. Er ist richtig frustriert, wenn das nicht geht, muss woanders und so. Er ist voll, wie nennt man das? Also neurotisch. Und ich habe schon überlegt, wie viele Lebensstunden ich schon meinem Hund jetzt beim Koten zugeguckt habe. Das ist ja quasi, das machst du ja dann minutenlang und jeden Tag. Punkt. Also da ist jetzt keine Konklusion. Ich frage mich nur, da muss es doch auch was anderes, was Besseres geben in meinem Leben als das. Ich bin auf jeden Fall, ich habe eine gesellschaftliche Entwicklung festgestellt, es liegt wesentlich weniger Kacke rum. Also schon, seitdem diese Tüten einfach überall da sind, also würde ich sagen, oder? Ja. Deutlich. Doch, deutlich. Das hat zu einem, also das hat deutlich dafür liegen halt mehr Tüten rum. Ja, aber gut, kommt drauf an, wo man rumrennt halt so. Ne? Ich habe den Gag verstanden und Simon auch. Ja, das stimmt. One Piece wollte ich ansprechen. Habt ihr geguckt? Ja. Habt ihr schon angefangen? Nein, ich habe durchgeguckt. Ich habe nur Folge 1 gestern noch gesehen. Ja. Soll richtig gut sein, die Staffel, aber ich habe nichts gesehen. Ist super, also sehr, das Tolle ist, ich kann ja nichts spoilen, weil ihr die, ihr alle kennt, genau. Die Geschichte. Und das ist super, weil das ist so schwierig, One Piece als Realverfilmung umzusetzen. Ich habe echt gedacht, boah, also es fängt ja an mit den Charakteren. Mhm. Ne? Wie willst du diese liebgewonnenen Charaktere halbwegs glaubwürdig darstellen? So, wie casten die das? Wie transportiert sich das alles? So ist das nicht alles? Es klingt wie eine Mammutaufgabe, unglaublich schwierig. Und die haben es echt gut gemacht. Also ich finde, die Charaktere sind gut gecastet. Ich finde, die Gegner sind super gemacht. Also da gibt es ja diesen Clown. Dann gibt's natürlich Arlong, diesen Fischmann, der Fischnasenmann, mit diesem Sägefisch-Nasengerät und so. Und die schaffen's, dass sie diese Albernheit, die da natürlich drin steckt, das ist ja teilweise völlig überzeichnet, dass die es kombinieren mit auch mit so einer dramaturgischen Tiefe, die auch Emotionen erzeugen kann, zu kombinieren. Und dann wird da irgendwas draus, wo du denkst, fuck, das gucke ich echt gerne. Das haben die wirklich richtig gut hingekriegt. Ich habe das gestern Abend auch angeguckt. Ich habe den ersten Trailer vor Ewigkeiten gesehen und gedacht, ist sehr schwer, das. Ich habe zuerst wirklich überlegt, will ich mir das überhaupt angucken tatsächlich? Also diese Reaktion hatte ich, als ich den Trailer damals gesehen habe. Und dann habe ich dann gestern doch mal einfach, konnte nicht pennen, habe ich doch mal eine Folge angemacht. Und ey, wie du sagst, also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist wirklich gutes Cosplay. Also wirklich gutes Cosplay. Und Schnittgeschwindigkeit ist alles gut gemacht. Ich
ich freue mich richtig auf Folge 2 gerade so halt. Mhm. Ne? Also das ist wirklich so, okay. Ja, doch, es ist wirklich Fanservice durch und durch, mhm, für mich so halt. Ne? Also ich denke die ganze Zeit nur, okay, wenn die das jetzt aber weiterziehen wollen, also wenn sie in dem Stil. Man weiß ja, was noch kommt. Mhm. Auch, ne? Und vor allen Dingen, wie, ja, viel noch kommt und was da, also an Effekten, ja, eigentlich noch und alter Falter. Also, aber doch, fand ich schon sehr, sehr gut. Also hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn die das annähernd gut machen, haben die da eine Goldgrube für die nächsten 5 Jahre oder so, weil die Geschichte so endlos ist und wenn du die nicht so verkürzt darstellst, sondern irgendwie auch ausschlachtest und dass die Leute feiern, also das ist für alle Schauspieler eigentlich voll der Win, ne? Ich frage mich, mhm, viel eher, ob der Junge, der Ruffy spielt, ob der nicht irgendwie rauswächst, ne? Weil der ist ja wahrscheinlich noch nicht mal erwachsen. Doch. Ist der schon fertig? Ja, die sind alle schon erwachsen. Ja, okay. Und dass das echt gut ist und, ja, und die schaffen es auch wieder. Also auch die sehen noch sehr jung aus, fand ich. Also, ja, die sind aber zumindest, dass sie nicht noch jetzt erwachsen werden, sind, während das. Nein, die sind alle aus der Pubertät raus. Also so Stranger Things ist ein gutes Beispiel, wo, ja, du das ja echt siehst, ne? Dass, ja, die einfach, okay, wer ist denn der eine nochmal? So, nee, auch gerade, also Monkey D. Luffy, der ist ja fast noch so mit der Jüngste, aber so alle anderen, auch gerade später, wenn Dingsbums kommt, Alter, wie ich gerade. Sanji? Nein. Lysop. Doch. Lysop. Sanji. Ja. Sanji, Lysop. Der Beinmann. Ja, Sanji. Der Beinmann. Ja, ich war, ja, der. Genau. Der Beinmann. Also, der ist halt einfach. Also, der ist gefühlt, der sieht fast aus wie Ende 20 manchmal. Also, das ist schon, das würde schon klappen. Ja, geil. Da will ich doch gar nicht. Verkacken sie es dann nicht in der zweiten Staffel oder so. Also, Folge 1 fand ich vom Tempo her super. Ich habe mich immer gefragt, wie willst du die wo setzt du die Kapitelmarke an? Wie bringst du das dann sozusagen, mhm, überhaupt in Serienform? Und das, ich glaube, die sind alle eine Stunde lang, ne, oder? Die Folgen? Ja, die erste ist auf jeden Fall über eine Stunde lang. Also, das fand ich sehr interessant. Und dann aber ist es wirklich angenehm. Also, es macht keine. Fast schon theatermäßig so, ne? So, dann bist du hier und dann bist du da. Es wird nicht groß erklärt. Du hast einfach nur eine kurze Einblendung. Dann hast du diese Bounty Hunter Animation, also diese, ne, diese Wanted Plakate. Achso, einfach so ein Übergang, ne? Das ist fast wie ein Musikvideo zum Teil. So fühlt sich das manchmal an. Und das mag ich aber sehr daran. Das ist so kurzweilig dadurch halt, ne? Also du, für die Leute, die die Geschichte kennen, ist es wirklich gut gemacht. Ich weiß es natürlich nicht, wie das ist, wenn du gar keinen Zugang zu One Piece hattest. Aber ich glaube, es wird auch funktionieren, weil es eben so was fast schon Bollywood-mäßiges hat, tatsächlich. Ja. Es hat was Bollywood-mäßiges. Ja, das ist so, gut, ja. So, ja, fast musikalisch aufgezogen. Ja, aber vielleicht haben sie davon jetzt gelernt, weil das ja schon, also mega erfolgreich ist, ja, Bollywood-Style, und auch immer erfolgreicher wird im Westen und Hollywood mit Sicherheit. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt von Hollywood produziert ist oder was Netflix da für den Weg gegangen ist, aber das ja auch nicht. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie sich natürlich die guten Sachen von dem, was funktioniert, rausnehmen. Jetzt gerade habe ich von Kylie Minogue einen Song gehört, der klingt original wie K-Pop. Also so einfach nicht. Ist es ja auch. Hä? Kylie. Fuck. Mann, Nils! Mann! Man kann ja keinen klaren Gedanken fassen. Aber stimmt, ist K-Pop, ne? Wegen Kylie Minogue. M-Pop eigentlich, aber ich wollte nur sagen, dass sich alle immer orientieren und dass der asiatische Kulturkreis in der Popkultur immer mehr an Relevanz gewinnt. Ja. Mhm. Das ist so meine Erklärung. Ja, also dieses Bollywood-eske ist ja, also auch dieses, gerade wenn die so, da geht es jetzt nicht um die, der Aspekt, den Buddy meint, ist nicht, da stelle ich dir mal, ist jetzt nicht dieses romantische Rumgezirpe. Nein, die Schnittart und die Effekte. Ja, aber alles, auch so die Kämpfe, wo die ja, also das ist ja ein Manga. Also Sanji zum Beispiel, ne? Also was der für Kicks macht und wie der kämpft, teilweise mit den Händen in der Tasche oder so. Und oder auch Zorro, die machen ja, haben ja über, also die sind normale Menschen, aber haben übermenschliche Moves. Das klingt schon sehr nach Bollywood. Und, ne? Genau, und wenn du dann manchmal siehst, da gibt es ja meistens diese kleinen GIFs oder so, wenn dann irgendwelche krassen Typen irgendwelche Stunts machen oder so, wo du denkst, okay, das ist ja eigentlich komplett lächerlich. aber so bei One Piece ist es, hat's natürlich auch so ein bisschen, aber die sind halt einfach so dicht am Original, so respektvoll mit dem, mit der Vorlage. Ja. Ja. Wenn also RRR kann man übrigens empfehlen, ne? Also als Bollywood-Referenz, wer den noch nicht gesehen hat. Also das, und wenn ihr 3 Stunden Zeit habt. Der geht länger sogar. Der geht mega lang. Der geht wirklich lang. Das ist ein Epos, das ist wie Romeo und Julia und wie Fackeln im Sturm, aber halt, er ist schon sehr krass. Er hat schon ein paar gute Szenen, so. Ja, voll. Die Einführung der Charaktere und so sind schon richtig gut, aber er ist schon sehr lang. Ja, voll. Aber ja, da kann ich mir grob was vorstellen drüber. Ja. Jetzt haben wir lange über One Piece geguckt. Was das nächste Manga, was verfilmt werden muss? Boah, ich habe zu wenig, ne, mir fehlt die Auswahl, also tatsächlich, ja. Ich bin tatsächlich raus aus Manga. Also bei Mangas weiß ich natürlich, kenne ich die Vorlagen nicht, aber
Also ich meine, die guten Sachen, die jetzt gerade laufen, die laufen ja schon. Also Kettensägen, Chainsaw Man und so, das finde ich schon so, das ist schon auf mal, also so blöd irgendwie, dass ich schon wieder gerne gucke. Aber wenn selbst sowas schon verfilmt wurde, ich glaube, alles ist mittlerweile schon irgendwie. Hm. Weiß ich nicht genau. Weiß ich auch nicht. Ist einer von uns überhaupt Manga-Leser noch? Nee. Also ich glaube, das sind eher die Leute wie Alvin und Co. So ja, aber es gibt ja auch manchmal dann die das Anime dazu, also was ich One Punch Man oder Attack on Titan. Ist das nicht so also, der Alpha-Film von Attack on Titan? War da irgendwas? Das weiß ich gerade nicht. Ich habe nur so einen Fanfilm gesehen. Aber offiziell glaube ich, wurde es nicht verfilmt. Ja, die neue Staffel ist raus, die auch sehr, sehr, sehr geil sein soll. Habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Also im Anime-Bereich ist super viel passiert. Also ich kriege immer wieder Vorschläge hier, guck dir das mal an. Aber genauso wie bei normalen Filmen oder bei anderen Genres, gucke ich es mir dann halt auch nicht an. Aber, also da gibt es so viele. Super. Würde ich gerne in Real Life mal sehen. Ne? Da gibt es aber auch nur eine Staffel, ne? Nee, One Punch Man soll eine zweite kommen. Kommt, kommt eine zweite. Aber es gibt nur eine, Und die ist super lustig. Super gut. Ich weiß gar nicht, ob wir One Punch Man hier erklären müssen. One Punch Man ist persifliert Anime an sich und ist super dabei. Ja, und sie ziehen es aber auch durch. Also es ist nicht so, dass es nach drei Folgen plötzlich wieder irgendwie anders ist, sondern es ist immer noch One Punch Man, auch am Ende noch so. Das finde ich irgendwie cool. Und es steigert sich trotzdem was. Es ist immer noch Anime. Ja, ja, genau. Obwohl sie es parodieren. Irgendwie. Ich habe noch nicht erlebt, dass er ein zweites Mal zuhauen musste. Ja, genau. Das ist so. Habe ich noch nicht erlebt. Keine Ahnung. Ja, super. Ja, aber um in der Größenklasse zu sein, irgendwie Bleach müsste, habe ich aber auch angefangen, aber nie wirklich fortgeführt. Dann Naruto. Es gibt ja diese großen Titel und diese großen Franchises, wenn man so will. Stimmt, Naruto. Was eigentlich damit? Warum, ist durch. Also die Geschichte ist vorbei. Ja, aber war das nicht real mal geplant? Es gibt noch, wie heißt das, Barut? Oh Gott, ich meine jetzt nicht Avatar, ne? Ich meine also schon Naruto. Gibt es davon eine real? Mir sicher, wenn man jetzt merkt, also wenn mit One Piece so eine Art Formel gefunden wurde, dass wir und auch diverse andere Zuschauer da draußen irgendwie sagen so, ja, okay, wenn das so ist, dann bitte gib mir Naruto. Ist aber auch immer wieder sehr unterschiedlich, finde ich. Wobei, also die Rezeption. Aber erzähl gerade mal weiter. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Naruto schon wesentlich behäbiger in der Geschichte, gerade der Anfang ist sehr, sehr lange. Da würde man vielleicht bei Naruto Shippuden anfangen. Also, ne, wenn er schon größer ist. Ja, und dann vielleicht Rückblicke und oder dann so. Dann denke ich mir tatsächlich, dass die Kämpfe, weil bei Naruto sind die Kämpfe halt auch wirklich gut. Ne? Auch schon bei Naruto, also noch vor Shippuden, die darzustellen zum Teil, das ist so ein Aufwand. Das denkt man immer, bis es dann einer geil macht. Ne? Also es hieß ja auch Herr der Ringe, unverfilmbar, immer diese Sachen. Mhm. Und am Ende geht's dann doch. Ne? One Piece hätte ich definitiv gesagt, unverfilmbar, ohne dass es sich wie was anderes anfühlt. Und dass es cheesy wird irgendwie, ne? Irgendwie schon, aber scheinbar ja nicht, ne? Also. Ja, jetzt habe ich Bock weiterzugucken. Ja, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ja. Aber bald. Fand denn jemand von euch, weil das meinte ich vorhin, die Rezeption von den Fans ist ja teilweise sehr unterschiedlich bei bestimmten Serien. Ich fand zum Beispiel Cowboy Bebop in der Realvariante voll geil. Aber ich bin auch nicht der mega Superfan, der jetzt irgendwie da, ich habe mir da nichts ausgemalt, sondern ich kenne Cowboy Bebop von MTV früher und fand's halt auch super in der Realverfilmung. Aber Leute, die richtige Fans sind, sagen halt, die war furchtbar, ich konnte die gar nicht zu Ende gucken und gibt ja auch keine neue Staffel mehr und ich bin voll traurig, weil ich habe das gerne geguckt. Also, habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht im Vergleich, ne? Aber ich habe die Serie gesehen. Ne, aber die ist nämlich richtig jetzt Style und ist cool. Genau. Sympathisch. Aber du hast den Anime damals nicht gesehen. Ja, hab ich nicht. Also ich kenne natürlich Cowboy Bebop, aber ich habe jetzt nicht mehr in irgendeinen Vergleich setzen können. So von, ich bin da relativ unbedarft rangegangen. Hätte null sagen können, inwiefern das von der Vorlage abweicht oder so. Deswegen, ich fand das auch eine coole Serie. Es also, hat mir jetzt nicht das Herz gebrochen, dass sie eingestellt wurde, aber ich hätte schon auch gerne noch eine zweite Staffel gesehen, ja. Aber das war ja auch so, er war auch verletzt, ne? Wie heißt der Hauptdarsteller noch? Von Harold und Kumar ist er ja auch. Ja, ja. Wie heißt er noch? Ja, ne? Nein! Jedenfalls, der hatte sich doch auch irgendwie verletzt, schwer. Sean Boo war's. Ja, ja, ich habe drauf gewartet. Aber das, ich habe eigentlich gedacht, der Bulli macht das jetzt, aber dann hat er angefangen zu trinken und dann dachte ich, na gut, dann sage ich. Dann selber schuld. Aber der war doch irgendwie mega lang verletzt. Das habe ich gar nicht mitgebracht, aber das kann natürlich sein, ne? Ja. Während der Dreharbeiten musste ich voll lange Pause machen, glaube ich, irgendwie so. Hm. Irgendwas war da, ja. Da krieg ich auch ich hätte mich jedenfalls gefreut. Ich mag die alle. Ich mag. Aus der Serie. Ja, ich habe die erste Folge gesehen und dann, ich fand es auch interessant, sage ich mal, aber bei Cowboy Bebop verbinde ich auf jeden Fall immer eher die Musik so und diesen ganzen Jazz-Style. Die war aber da, und so. Die war da, aber die war sehr hektisch irgendwie.
Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, ich wollte es auch nur als Beispiel nennen. Also, ja. Ich bin immer froh, wenn sowas gut ankommt, aber nicht immer kann ich die Meinung verstehen. Aber wenn man halt nicht Hardcore-Fan von irgendwas ist, dann versteht man es oft auch nicht. Also, Leute können nicht verstehen, dass ich Dark Tower den Film so hasse. Instinktiv, also wirklich alles daran hasse. Und wenn dann Leute sagen, den fand ich doch eigentlich ganz okay, da werde ich wirklich innerlich wütend, weil ich halt sehe, was da vergessen wurde und nicht gemacht wurde und wie es eigentlich die ganze Sache degradiert zu irgendwas völlig Belanglosem. Das ist echt schwer, ist auch, ne, wenn man so eine. Bei einem 7 Teile plus Wind oder wie der Spin-off heißt, Teile, die auch alle so dick sind, das zu versuchen, in einen einzelnen Spielfilm zu pressen und dann auch noch so ganz viele Prämissen dabei über Bord zu werfen, dann hat das wirklich einfach nicht mehr viel mit der Vorlage gemein und dann muss man es auch nicht unbedingt Dark Tower nennen, weil die Leute, für die dieser Name was bedeutet, Dark Tower, das ist es. Die haben die Bücher gelesen und die haben eine gewisse Erwartungshaltung und alle anderen Leute, für die muss man es nicht Dark Tower nennen, weil für die kann das auch die Reise des Kolibris heißen und das würde einfach überhaupt gar keinen Unterschied machen. Deswegen ist der Fehler allein schon das. Das haben wir vielleicht, wir haben es damals gemacht mit Pen und Paper, als wir hier Space gesagt als Pen und Paper gebrandet haben. Das ist das, die Erwartungshaltung ist es das. Und wenn man gesagt hätte, okay, das ist irgendwie ein Film nach einer Idee von Stephen King oder whatever, dann wäre es vielleicht auch nicht so schlimm. Aber wenn du halt Dark Tower erwartest und das bekommst, bist du enttäuscht. Ja, mir ging das bei Watchmen damals so. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Also bei Watchmen, ich habe den Comic dann total inhaliert und dann habe ich den Film gesehen und in der ersten Fassung, muss ich sagen, also direkt als er im Kino rauskam und dann bin ich aus dem Kinosaal gegangen so, Mann, ey, weil ich wollte unbedingt wissen, wie sie die verschiedenen Ebenen, gerade am Ende der Geschichte von Watchmen, der wichtig war für mich so oder für die gesamte Geschichte wichtig war, der das Ganze wirklich erst rund gemacht hat, wie sie das halt sozusagen audiovisuell einpacken. Und ich meine, Watchmen ist super, der Film. Der ist mega geil, der Film. Aber der, als ich das erstmal gesehen habe, bin ich trotzdem erstmal voll rantig da rausgegangen. So, Mann. Aber das war so beides. Ne? Auf einer Seite, Mann, ihr wart so nah dran und dann verkackt ihr es oder was und so. Aber hast du mal den Director's Cut dann gesehen? Ja. Fandst du ihn besser? Da war das Interesse schon nicht mehr so da. Ja. Also da war die Emotionalität einfach dann auch irgendwann rausgewachsen. Also, ich finde den schon besser. Ja. Der ist einfach ultra lang, 3,5 Stunden oder sowas. Ja, zu lang. Ganz halt eigentlich, das sind so, mittlerweile kommen manchmal so Filme raus, die kannst du an 2, 3 Abenden gucken. Ne? Und dann dein älteres Ich versteht das dann. Dann versteht dein älteres sich, ja gut, okay, die Leute, die das vorher entschieden haben, bevor es sozusagen rausging, haben sich schon gedacht, okay, du kannst jetzt den Leuten nicht und dann wahrscheinlich hier und da und so. Es gibt diverse Gründe, warum sie es dann erstmal in einer kleineren, kürzeren Fassung reingemacht haben. Aber es kann auch ein Fehler sein, sieh mal an Kill Bill. Sollte ja als, also der war dann so groß und dann meinten die, nee, mach einen Film draus. Meinte er, ne, mach ich nicht. Dann hat ihm die Augenklappe von Olaf Scholz gefehlt, aber dann hat er es auf den Tisch gehauen. Und er hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und hat am Ende sich durchgesetzt und 2 Filme draus gemacht. Oh, guck. Alter, wie geil. Ey, warum nicht? Ey, es ist so lächerlich. Aber diese Augenklappe ist echt, Das müssen wir als Werbung für das Almost Daily irgendwie auf Twitter oder so noch nutzen, weil das einfach, das ist sehr gut. Wer ist auf Podcast gerade, wir haben dirigiert uns in der Zwischenzeit ein Bild gezaubert mit Olaf Scholz Augenklappe und so einem Googly Eye. Heißt die eigentlich Google Eyes? Googly, wie heißen die nochmal? Googly Eye. Googly Eye, so kenn ich die auch. Ja. Google Eyes. Ich weiß noch, ich habe mir mal wo welche bestellt, weil ich einfach überall diese diese Augen draufkleben wollte. Und dann kam das und waren einfach so ganz winzige Äuglein, wo ich dann so schon das Abfummeln so schon keinen Bock mehr macht. Und dann habe ich immer noch so einen riesigen Sack mit kleinen Augen zu Hause liegen, wo ich einfach nicht weiß, was ich damit machen soll. Die müssen eine gewisse Größe haben. Ich will ja nicht, weiß ich, jede Tasse und Pflanze mit Augen versehen. Das muss schon so daumendick muss das sein. Ja, muss man ja auch sehen können. Ja, das ist fast zu groß. Kannst du bei bringen Olaf mir ich kann die benutzen, die kleinen. Ich kann die kleinen benutzen. Wofür? Ja, für kleine Sachen, die draufkleben. Das ist doch gerade lustig. Also wenn du hier drauf, 2 drauf machst, klar ist das doch geil. Super lustig. Aber du weißt doch, wie es dann am Ende aussieht. Dann ist alles irgendwie hat Augen. Und dann kommen die Leute und nehmen dir die Kinder ab. Weil die sagen, der hat Probleme. Der hat Probleme. Ich habe auch gerade, ich muss an so eine Figur denken. Mein Sohn denkt sich immer irgendwelche Monster aus und malt die dann und so. Und irgendwelche Evolutionsstufen. Und er hat ein Monster, das ist sein Lieblingsmonster, das ist das stärkste. Das heißt Feuro-Ult. Wie heißt das? Feuro-Ult. 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 Okay. Das ist die Entwicklung von Feutan und irgendwas ist noch dazwischen, aber das weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls sieht und das Ding ist halt, das sieht aus wie so, das ist halt so eine Art Kugel und da läuft dann halt so ein fieser Mund einmal so drumrum und dann hat er wirklich 1000 Augen einfach auf der kompletten Oberfläche und so. Und ich habe gerade überlegt, fuck, man könnte mit diesen Augen,
könnte man dieses Ding basteln. Nils Boomhoff. Aber das sind ja nur so kleine, süße, runde. Nee, du brauchst Nils Boomhoff, weißt du, wie das Alte Testament die Engel beschreibt? Oh, ja. Vielleicht hatte dein Sohn Vision. Das Alte Testament die Engel beschreibt. Du, weißt du das? Ja. Okay, wie denn? Unter anderem, also riesengroß, wie Spiralen. Wheels within Wheels. Augen. Wheels in, genau. Also, wie, also ein bisschen wie das Ding aus Event Horizon oder wie aus Starfield tatsächlich. Das die Ding UFOs. Nur mit Augen überall. UFOs. Aber wir haben UFOs gesehen, Leute. Es gibt zwei moränenartige Gebimse. Ich habe dir da vor Ewigkeiten schon mal, es gibt ein Video bei, auf YouTube, nicht HGT. Hagicht? Nee, das hat so einen ähnlichen Namen. Ich habe den gerade vergessen, aber der kann man auch googeln. Also wie Engel eigentlich nach der Bibel aussehen sollten. Und es gibt wenige Bilder davon. Und das ist wirklich grausam, crazy, ne? Die sehen richtig schlimm aus eigentlich. Ja. Und die werden in irgendeiner von denen beschreibt die mal genau. Ja aber es gibt auch andere. Es gibt Aliens. Ist eindeutig Aliens. Würfel in einer Blase als Beispiel. Oder Wheels within Wheels. Ne? Das sind teilweise genau die Sachen, die man heute dann sieht. Oder wo man irgendwie sagt, okay, wenn die das gesehen haben, würde ich es auch so beschreiben, wie es in der Bibel beschrieben ist. Mhm. Aber ich mache natürlich nur Spaß. Ich glaube an Gott, aber nicht an UFOs. Was hast du für deine Mutter jetzt? Wie, Frau Kretschmer. Wie du in dich hineinkicherst. Meine Mutter hört das hier. Ja, die guckt jetzt gerade. Hören sie so? Echt jetzt? Ja, und die ist immer traurig, wenn ich sage, dass es Gott nicht gibt. Da ist sie immer voll traurig. Ich bin sehr, sehr froh, dass nee. Okay, es gibt Gott und UFOs. Können wir uns darauf einigen? Ja, aber da müssen wir ein paar Erklärungen schon noch auch. Ja, Gott ist halt einer von den UFO-Hoshis. Ja, aber dann gibt es eine Außerirdische. Weil dann sagst du, Gott ist ein Außerirdischer. Der Gott hat die Außerirdischen auch erfunden. Gemacht. Das geht. Siehst du? Das geht. Am Ende steht immer Gott. Am Ende sind wir jetzt. Oh, am Ende steht immer Gott, am Ende sind wir jetzt. Sehr, sehr schön, finde ich. Haben wir das ausbluten lassen, diese Show. Das war's von Almost Daily für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns wie immer über reichhaltige Teilnahme im Kommentarbereich und ebenso reichhaltige Teilnahme am Supporters Club. Denn mit eurer Mitgliedschaft im Supporters Club ermöglicht ihr nicht nur Almost Daily, sondern viele andere tolle Sendungen auch. Hier seht ihr das rptv.link/support. Wenn ihr es nicht gesehen habt, habt ihr es jetzt gehört. Vielen lieben Dank. Das war's von uns, oder? Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.